Herzlich willkommen zu diesem Online-Vortrag und vielen Dank für dein Vorschussvertrauen. Ich bin mir sicher, du hast dich schon mehr oder weniger mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandergesetzt. Deshalb, mein Versprechen, werde ich dich heute nicht mit so oberflächlichen Aussagen langweilen wie iss mehr Gemüse, trink genug Wasser und bewege dich mehr. Nein. Ich beschäftige mich seit meinem 16. Lebensjahr mit diesem Thema, weil ich wegen meiner damaligen katastrophalen Ernährung sehr oft krank war. Das ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Seit ungefähr 20 Jahren coache ich Menschen, die, darf ich offen sprechen, die Schnauze voll haben von diesen ganzen Diäten, diesen Quälereien. Du musst nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Diesen Satz werde ich nachher auseinandernehmen. Natürlich nehmen wir mit Diäten ab, manchmal sogar richtig schnell. Aber wie lange halten wir diese Diäten dann durch? Der innere Schweinehund, der nutzt jeden schwachen Moment und katapultiert dich zurück in die alten Gewohnheiten. Genau dann kommen die ganzen während der Diät weggeschickten Kalorien wieder nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Klar, der Jojo-Effekt. Nein, da müssen wir anders rangehen. Ich zeige dir heute 4 Erfolgsfaktoren, die notwendig sind, wenn du dauerhaft gesund und schlank werden und vor allem auch bleiben möchtest. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Sozusagen die Essenz aus meinen über 20 Jahren Coaching-Erfahrung. Wenn nur einer dieser 4 Punkte nicht richtig angegangen wird, dann gibt es zumindest keinen langfristigen Erfolg. Wenn du aber alle 4 ganz entspannt und mit Strategie angehst, herzlichen Glückwunsch, dann wirst du Erfolg haben und das auch dauerhaft. Ich bin aber ganz offen, vielleicht bist du noch gar nicht dazu bereit, dich auf diese 4 Punkte einzulassen. Das Gute an so einem Online-Vortrag ist, du kannst jederzeit aufgeben, einfach ausschalten. Fragt sich aber, wie lange du da noch darunter leiden willst, unter dem Grund, warum du dich hier angemeldet hast. Ich weiß aber alleine durch meine Erfahrung von meinen bisher weit über 50.000 Coaching-Teilnehmern, dass dieser Vortrag jetzt die große Chance deines Lebens sein kann, wenn du dich auf die Inhalte einlässt. Fast alle Teilnehmer hatten genau wie du jetzt irgendwann auch mal einen solchen Online-Vortrag angeschaut. Du entscheidest also, ob du bis zum Schluss dranbleiben und irgendetwas für dich mitnehmen möchtest. Der Vortrag, der ist in 3 Teile gegliedert. Erstens zeige ich dir einen Erfolgscode, damit es sozusagen Klick im Kopf macht. Danach hast du einige Ideen, die du umsetzen kannst. Und wenn dir das gefällt, was du gleich erfährst, dann bleibst du einfach dran, weil ich dir dann zeigen werde, wie wir beide zusammen und mit meinem Team und der Community weitermachen möchten. Das ist der Part Nummer 2. Und dann drittens, danach gibt es noch ein Du-fragst-ich-antworte-Teil. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Lass uns mal loslegen. Ein bisschen zur Seite und mach das Bild wieder ein bisschen kleiner, damit wir mehr oder weniger Blickkontakt haben. So, also starten wir durch mit den 4 Erfolgsformeln. Zum ersten Punkt geht es um die innere Einstellung. Das, was du jetzt liest, ist keine Beleidigung. Ich werde gleich näher darauf eingehen, was damit gemeint ist. Der zweite Punkt, das ist die Umsetzungsstrategie. Ganz weit weg von diesen Hardcore-Diäten. Ich zeige dir einen ganz einfachen psychologischen Trick, wie du deinen inneren Schweinehund, der nichts anderes ist als der Beschützer deiner über Jahrzehnte bewährten Gewohnheiten, erziehen kannst. Also dein innerer Schweinehund ist ein Freund und kein Feind. Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Punkt Nummer 3, da geht es um die Ernährungsgrundlagen, aber ich gehe natürlich einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Ich zeige dir die magischen 47 und insbesondere auch, welchen wahnsinnigen Einfluss deine Hormone haben auf die Entscheidung, was du denn essen willst und auch auf die Stoffwechselgeschwindigkeit. Der 4. Punkt, den darf man nicht vernachlässigen, der ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten überhaupt, der aber am meisten vernachlässigt wird. Da geht es um das Thema freundliche Feinde. So nach dem Motto, ich zeige dir oder zeige mir dein Umfeld und ich zeige dir, wann du umfällst. Vielleicht kennst du das, dass es eben so Sprüche gibt, während du schon mal eine Diät gemacht hast. Ah, du siehst irgendwie krank aus, du siehst so dünn aus oder auch sowas wie, hältst du dich jetzt was für was Besseres? Oder auch, mit dir kann man überhaupt keinen Spaß mehr haben. Und das sind Dinge, die nagen extrem an der Psyche und sabotieren jede Art von gewünschter Ernährungsumstellung. Ich zeige dir, dass wir ein Umfeld brauchen, das dich in deinen Bemühungen letztendlich unterstützt. Schau mal, das soll eine Art Zahlenschloss sein. So ein handelsübliches Zahlenschloss. Du hast so ein Ding bestimmt schon mal gesehen. Es braucht insgesamt 4 richtige Kombinationen, damit tatsächlich sich dieses Schloss öffnet. Sonst passiert ja nämlich gar nichts.
In diesem Grafik hier siehst du, dass es eben auch Menschen gibt, die haben sich noch nie mit Ernährung auseinandergesetzt, die haben also keinerlei Idee, wie eine gesunde Ernährung aussieht, die haben nicht das richtige Umfeld und die anderen Punkte stimmen auch nicht überein. Das sind häufig die Menschen, die sich sehr, sehr schnell für irgendeine Hardcore-Diät oder Stoffwechselkur oder was auch immer begeistern lassen, um eben dann möglichst schnell Erfolg zu haben. So nach dem Motto, Augen zu und durch. Dann gibt es aber, dass sie gegen die Wand fahren, ist glaube ich selbstredend. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht in deinem Umfeld. Dann gibt es die, die haben schon die Ernährungsgrundlagen drauf, kennen sich ganz gut aus. Und die innere Einstellung ist auch schon ganz gut. Die haben ein Ziel, sie wissen eigentlich, wo sie hinwollen, aber sie wissen nicht um das Motiv hinter dem Ziel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch hier wird dieses nicht aufgehen. Erst dann, wenn alle vier Erfolgsfaktoren tatsächlich funktionieren, wenn die harmonieren, dann haben wir die Möglichkeit, den Code richtig einzustellen und dann geht eben dieses Schloss auf und plötzlich geht alles wie von selbst. Und darüber sprechen wir heute. Nicht ganz alleine, denn du hast die Möglichkeit, mit mir zu kommunizieren. Schaut mal, das ist die liebe Philippa und Lars aus meinem Team, die stehen dir heute zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade eine aufgezeichnete Version des Vortrags anschaust oder live dabei bist. Manchmal mache ich das live, im Schnitt so ja, einmal am Tag, aber ich sende bis zu dreimal am Tag und ich kann nicht dreimal vor dem Computer sitzen. Aber ich bin trotzdem für dich da mit meinem Team. Das heißt, du hast die Möglichkeit in der Chat-Funktion, das müsste irgendwo um den Bildschirm herum, eine Möglichkeit geben, dass du mir Fragen während des Vortrags stellst. Mein Team wird darauf antworten, auch wenn du die Aufzeichnung anschaust. Wir bekommen dann eben die Nachricht und gib uns einfach ein bisschen Zeit, bis wir die Antwort liefern können, denn häufig erreichen uns während eines Vortrags sehr, sehr viele Fragen, die wir eben dann Stück für Stück auch beantworten möchten. Okay, also nutz diese Möglichkeit. Und ja, ich schlage vor, dass ich mich auch nochmal in aller Kürze vorstelle, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Also mache ich die Präsentation weg. Vielleicht gibt es ja einige unter euch, die noch nie was von Patrick Hartzmann gehört haben. Aber viele von euch habe ich wahrscheinlich dermaßen mit Werbeanzeigen penetriert, dass mir irgendwer gesagt hat, okay, jetzt höre ich mal bei den Hartzmann an. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ja, wer ist denn dieser Patrick Hartzmann? Ich bin Jahrgang 74. Ich lebe in der Nähe von Freiburg im Dreisamtal. Ich bin verheiratet, noch glücklich. Ich bin der Vater von zwei Kindern und das erwähne ich immer insbesondere deshalb, weil ich die Herausforderung kenne als Elternteil, als Vater oder letztendlich auch als Mutter, wenn Kinder mit im Spiel sind. Die Kinder bekommen die hundertprozentige Aufmerksamkeit, man stellt die eigenen Bedürfnisse weit hinten an und deswegen vergisst man sich im Laufe eben der Zeit auch häufig ein bisschen selbst. Vielleicht spürst du, was ich damit meine. Und da braucht es eben noch keine Hardcore-Diät, die einen wahnsinnig viel abverlangt, weil das 100% schief geht. Es braucht eine ganz andere Strategie, die sich auch in einem stressigen Alltag wunderbar umsetzen lässt. Über das sprechen wir heute auch. Da habe ich nachher eben diesen psychologischen Trick noch mit auf Lager. In meiner Jugend, das habe ich vorhin kurz angedeutet, war ich häufig krank. Das lag an meiner schlechten Ernährung. Ich habe literweise Cola in mich reingekippt. Ich habe Snickers-Brötchen gegessen, das ist kein Witz. Ich bin also hin in die Bäckerei, habe so ein Weißbrot gekauft, aufgerissen, Snickers reingelegt. Ich habe mich extrem kohlenhydratlastig, extrem süß, wahnsinnig ungesund ernährt. Und weil ich immer wieder krank geworden bin, war mein Interesse geweckt, eben mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich irgendwann reflektiert habe, liegt es vielleicht an der schlechten Ernährung? Jetzt darf man eines nicht vergessen. Damals, als ich 16 war, da gab es noch kein Internet. Also es war zumindest nicht so verbreitet. Und YouTube gab es überhaupt nicht. Online-Vorträge, ach, nicht einen einzigen. Es gab nicht mal wirklich viele Bücher. Ich habe also über dieses Thema, so Ernährungsratgeber, das fing da gerade so an. Ich habe im Rückblick 4 Jahre lang gebraucht, um mir die Grundlagen anzueignen, die ich heute hier komprimiert in diesen Workshop reinpacke, damit du keine 4 Jahre brauchst, sondern nur ein paar Minuten, um das Grundverständnis einer gesunden Ernährung zu verstehen. Mir hat es aber eben geholfen, mich langsam zu verändern, meine Gewohnheiten anzupassen. Ich habe dann diverse Ausbildungen gemacht, weil ich so angefixt war von diesem Thema. Ich bin Diplom-Sportmanager, ich bin Fitnesslehrer, ich habe viele, viele Fortbildungen gemacht. Ich habe jede Menge Bücher gelesen, das ist ein kleiner Auszug, also ich schätze mal um die 5, vielleicht sogar 600 Bücher zu diesem Thema. Dann war ich immer auf der Suche nach Verbesserungen. Ich habe tausende verschiedene Artikel zu diesem Thema gelesen. Das meiste aber, was ich gelernt habe, das kommt eindeutig aus meiner Community. Da bin ich unheimlich dankbar dafür. Deshalb mache ich auch solche Vorträge kostenlos, weil ich durch eure Fragen wieder lerne. Und das macht mich immer besser und ich kann mich immer mehr verbessern.
Fragen beantworten. Und ja, das ist meine Motivation, ist mein Antrieb. Ich habe 13 Bücher veröffentlicht. 5 davon sind auf Bestsellerlisten gelandet. Vielleicht kennst du mich auch aus dem Fernsehen. Ich war bei Markus Lanz, NDR Talkshow. Oder vielleicht hast du schon mal mein Bühnenprogramm, Ich bin da mal schlank, bei RTL gesehen. Das lief schon 2-mal im Abendprogramm. Zudem bin ich nationaler Coach bei der DAK Gesundheit, einer der größten, renommiertesten Krankenkassen in Deutschland. Und wir machen gemeinsam den Mittwoch zum Fitwoch. Ja, dann habe ich mit starken Partnern mein Online-Coaching Leichter als du denkst entwickelt, weil ich damit viel mehr Menschen erreichen und auch intensiver betreuen konnte. Gut, das denke ich mal reicht erstmal, damit du weißt, mit wem du hier es gerade zu tun hast. Ich starte wieder die Präsentation. So, wieder zur Seite. Und weiter geht's, und zwar mit Punkt Nummer 1. Bist du Opfer oder Gestalter? Ich weiß, es klingt sehr beleidigend, weil niemand möchte Opfer sein, aber Opfer haben eine ganz bestimmte Grundhaltung zum Leben, die sich ganz häufig in diversen Ausreden verliert. Gehen wir mal ein paar durch. Vielleicht entdeckst du dich und bitte sieh das nicht als Beleidigung, sondern als ganz große Chance. Das wäre der erste Switch vom Opfer zum Gestalter. Wenn du anerkennst, könnte auf mich zutreffen, was kann ich denn tun? Schau mal hier, das erste ist, ich kann mich nicht dauerhaft motivieren. Das kommt ganz häufig. Die Frage ist, hast du ein Gewichtsziel? Weil ein Ziel hat keine wirklich große Kraft. Es ist viel wichtiger, das Motiv dahinter zu kennen. Und das ist ganz häufig einfach schlichtweg bei noch zu wenigen zu emotionalisiert. Sie geben zum Beispiel auch der Waage die Macht. Der Waage, die wird bei uns in der Community die Bodenschlampe genannt. Überleg mal einer Zahl. Also die Frage ist immer, was ist der wirkliche Grund hinter dem Ziel, was du gerne erreichen möchtest? In deinem beispielsweise Gewichtsziel. Sind es vielleicht Schmerzen? Oder möchtest du keine Beleidigungen mehr ausgeliefert sein? Übrigens auch das Thema Mobbing spielt hier natürlich ganz groß rein. Wobei ich da ganz klar sagen muss, wenn andere Menschen dich mobben, dann haben die ein Problem mit sich selbst. Nicht wirklich mit dir. Sie versuchen aber von sich selbst durch das Mobbing abzulenken. Die haben das Problem, nicht du. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was einen glücklicher machen könnte, aber hier ist auch wichtig, von der Opferhaltung in die Gestalterhaltung zu gehen. Also eher sich als Opfer zu fühlen oder mit dem anderen sogar Mitleid zu haben, weil er offensichtlich ein Problem hat. Kein glücklicher Mensch mobbt andere Menschen. Das macht man nicht. Das ist Quatsch. Vielleicht geht es auch schlichtweg um mehr Aufmerksamkeit. Du möchtest einfach mehr gesehen werden. Oder andersrum, du hast dir Gewicht angefuttert, weil du eben nicht gesehen werden möchtest. Und dann hast du keine Chance, auf lange Sicht abzunehmen. Da gibt es ein ganz anderes, ein viel tieferes Problem oder nennen wir es anders, eine Herausforderung, die angegangen werden muss, damit du dir überhaupt erstmal erlauben kannst, abzunehmen. Vielleicht ist es aber auch das Thema Liebe. Vielleicht möchtest du einfach nur geliebt werden, anerkannt werden von anderen Menschen, weil das bietet uns Sicherheit. Das ist diese starke Emotion, die sich jeder Mensch wünscht. Aber dieses muss eben auch emotionalisiert werden, gefühlt werden, damit überhaupt die Motivation erst gestartet wird, loslegen zu können. Und zwar ernsthaft, für immer. Dann letztendlich ist auch die wichtige Frage, bekommst du wirklich genau das, was du dir so sehr wünschst, wenn du deine Wunschfigur erreicht hast? Diese Liebe, diese Anerkennung, dieses wieder gesehen werden, wenn das beispielsweise der Wunsch ist oder eben nicht mehr gemobbt zu werden, bekommst du das wirklich? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen einen ganz falschen Fokus haben, nämlich nur auf, ich muss abnehmen, aber gar nicht wissen, was erwartet mich denn dann tatsächlich, wenn ich abgenommen habe. Das mag sich jetzt für viele noch ein bisschen kryptisch anhören, ich kann das nachempfinden, aber das ist eben so die Essenz aus, wie gesagt, 50.000 Coaching-Teilnehmern, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, und das sind Gründe, die muss man angehen. Wenn man die nicht angeht, wirst du langfristig niemals Chance haben. Dann ist genau dieser Punkt hier, dass praktisch das hier nicht aufgeht. Keine Chance. Es kann dieser eine Schlüssel sein, das Motiv zu finden, das zu emotionalisieren, und plötzlich funktioniert es ganz einfach. Der nächste Punkt, machen wir weiter. Ich habe Unverträglichkeiten. Ja, das ist auch ein Punkt. Unverträglichkeiten, und dann sagt man, ja, ich kann halt eben nicht gesund essen, weil ich Diverses nicht vertrage. Allergien sind fast immer mit dem Darm assoziiert. Und der Darm, der wurde bei vielen Menschen über viele Jahre schlichtweg kaputt gemacht. Durch falsche Ernährung, durch zum Beispiel Fertigessen, durch industrialisierte Kost. Den kann man wieder ratzfatz aufbauen, damit eben sogar die Allergien deutlich zurückgehen.
Autoimmunerkrankung ist genau das Gleiche. Autoimmunerkrankungen sind ganz häufig ebenfalls mit dem Darm assoziiert. Nächster Punkt. Gesundes Essen schmeckt mir nicht. Ihr, sagt das mal dem hier, der früher Snickersbrötchen gegessen hat und Cola getrunken hat. Da kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, du glaubst nicht, wie schnell sich Geschmacksnerven sensibilisieren lassen, wenn wir diesen ganzen Industrierotz mal ein bisschen weglassen. Nicht von jetzt auf gleich, aber ausschleichen lassen. So habe ich das früher gemacht. Ich habe es ausgeschlichen. Und es hat wunderbar funktioniert. Und was dann für ein Geschmackszirkus kommt auf gewöhnliche Lebensmittel, das kannst du vielleicht noch nicht erahnen. Nächster Punkt, gesunde Ernährung ist teuer. Ich bin der Meinung, fehlende Lebensqualität oder sogar Krankheit, das ist teuer. Oder es wird richtig teuer. Es macht manchmal Sinn, jetzt in vernünftige Lebensmittel zu investieren. Und wenn man ein paar Tricks kennt, ist das extrem günstig, sogar deutlich günstiger als der Fertigfraß, der draußen angeboten wird. Und das lohnt sich auf alle Fälle fürs Lebensgefühl und auch für die langfristige Gesundheit. Nächster Punkt. Ich habe eine körperliche Einschränkung oder eine Behinderung. Das hören wir auch manchmal, nicht so ganz häufig. Das bezieht sich häufiger auf den Sport und das sage ich gleich. Um schlank im Schuh zu stehen, muss man nicht unbedingt Sport machen. Sport ist eine Option, ist natürlich ganz gut, wenn man es kann, wenn man es machen möchte, muss aber nicht sein. Nächster Punkt ist, meine Familie unterstützt mich nicht. Das möchte ich gerne mal hinten anstellen. Das ist nämlich das Thema freundliche Feinde. Die Community, das Drumherum, was unbedingt stimmen muss. Die Familie sollte man für sich gewinnen, weil sonst wird es ganz schwierig. Komme ich aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich fühle mich schnell überfordert. Ja, das kann ich verstehen. Denn es ist unfassbar, wie wir heute konfrontiert werden mit unzähligen gegensätzlichen Berichten zu irgendwelchen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen. Das macht einen völlig verrückt. Und dann bohren wir uns immer mehr in unwichtige Details und verrennen uns völlig. Da passt der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Dann verzetteln wir uns, zack, holt uns der innere Schweinehund zurück in die alten Gewohnheiten, Ernährungsumstellung beendet. Wir müssen uns auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und die anfangen umzusetzen, aber ohne Hektik. Ist auch Inhalt nachher noch, wenn es um die Umsetzungsstrategie geht. Der weitere Punkt ist, der vorletzte, hab schon alles versucht. Da bin ich immer sehr skeptisch. Hast du wirklich schon alles versucht? Oder ist es eine Opferausrede? Was bedeutet denn alles versucht? Ich mache mal ein ganz extremes Beispiel. Stell dir vor, ich biete dir 1 Million Euro an und sage dir, du bekommst diese 1 Million Euro, wenn du 4 Monate das tust, was ich dir sage. Und zwar genau, wie ich es dir sage. Wie groß wäre deine Motivation, dein Antrieb? Wie groß wäre dein Ehrgeiz, tatsächlich jetzt diese 4 Monate, genauso wie ich es erkläre, durchzuziehen? Gleich vorneweg, ich habe nicht die Mittel, dir 1 Million anbieten zu können. Es geht nur um dieses Gedankenspiel. Ich denke mal, plötzlich wäre klar, dann würde ich es wahrscheinlich nochmal versuchen. Vorsicht mit dem Wort versuchen. Versuch dich mal hinzusetzen. Ein Versuch, sich hinzusetzen, ist, ich stehe nicht richtig, ich sitze aber auch nicht. Es ist ja ein Versuchen, man bewegt sich immer zwischendrin, man hält sich in der Schwebe und das wird mit der Zeit richtig anstrengend. Und genauso ist es. Entweder entscheidest du dich, du akzeptierst, dass du genauso bist, wie du bist, dann hör einfach auf mit diesem ganzen Diätquatsch und dass du dich eben verändern möchtest, aber akzeptiere auch, dass es später gesundheitlich ziemlich kritisch werden könnte, das ist dann einfach so. Viele denken, Opfer denken auch nicht wirklich langfristig, das ist noch ein Punkt. Oder du sagst, verdammt nochmal, ich pack's jetzt mal wirklich ernsthaft an mit einer richtigen Strategie, über die sprechen wir heute. Dann der letzte Punkt, ich habe keine Zeit. Ja, keine Zeit ist auch so ein Punkt, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil wenn man sich die typischen Diäten anguckt, die wirklich sehr, sehr viel abverlangen, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ich bin auch beruflich sehr viel unterwegs, auf Reisen beispielsweise. Ich habe eine Familie, für die ich auch da sein möchte. Ich mache noch meinen Sport und kümmere mich auch um die gesunde Ernährung. Klar, trotzdem geht es, wenn man die richtige Strategie hat. Ich möchte mal ein paar Feedbacks aus der Community zeigen, die vom Opfer zum Gestalter wurden. Schau mal her, lies das mal durch. Und zwar, Moment, ich muss es hier ein bisschen größer für mich machen, damit ich es lesen kann. Die besten Blutwerte, die ich je in meinem Leben hatte und 15 Kilogramm weniger. Da darf man doch mal stolz sein. Das ist Nicole. Ein weiteres Feedback kommt vom Klaus. Gestern habe ich mir mal 2 neue Jeans gekauft. Und hier unten, fast hätte ich daran nicht mehr geglaubt, doch nun bin ich hier und denke anders. Und das ist eben genau dieser Punkt.
Wenn man lernt, seine Gedanken anders zu lenken, vom Opfer zum Gestalter, dann hat man eine Chance, die man vielleicht noch nie hatte. Letztes Beispiel, die Lotte hat geschrieben, ich bin begeistert. Ganze 3,5 Kilogramm weniger, Bauch ganze 6 cm und am Po 12 weg. Und am Bein 2 cm. Ich muss zugeben, am Anfang war ich skeptisch. Warum sollte ich ausgerechnet dieses Mal durchhalten und es schaffen? Opferhaltung gewesen. Ich wollte nochmal allen ganz lieb Danke der tollen Community, dem Team und natürlich Patrick, vielen Dank. So, also das wollte ich ganz kurz zeigen. Und jetzt lohnt es sich, damit auseinanderzusetzen. Schau dir bitte mal diese spannende Grafik an. Jedes Kästchen steht für einen Lebensmonat. Okay? Wir werden im Schnitt 80 Jahre alt. Das entspricht 960 Lebensmonaten. Das sind 960 grüne Kästchen. Jetzt nehmen wir mal ein fiktives Beispiel an. Du bist irgendwie Mitte 30, hast also schon viele Monate hinter dir gelebt und die letzten 12, 18 Monate hier in gelb markiert, die laufen irgendwie nicht mehr so. Irgendwie spürst du, es hat sich was verändert. Ich nehme plötzlich zu, obwohl ich mich nicht anders ernähre. Ich fühle mich sehr schnell erschöpft. Ich bin mehr gestresst als früher. Ich kann Stress nicht mehr gut abfangen. Oder ich habe vielleicht irgendwie eine körperliche Einschränkung. Ich habe permanent Kopfschmerzen, was ich früher beispielsweise nie hatte. Ich habe eine Allergie entwickelt oder was auch immer. Jetzt geht's los. Wenn man jetzt nichts ändert, weil man eben jahrelang auf Kredit, auf gesundheitlichen Kredit gelebt hat, dann kann das ja passieren. Die restlichen Jahre werden bestimmt nicht mehr besser. Da geht's eher bergab. Das Problem ist, wenn man tatsächlich nichts verändert, kann man nicht unbedingt davon ausgehen, 80 gesunde Jahre vor sich zu haben. Nein, schaut mal hier. Es reduziert sich. Je nachdem, wie schlecht man mit seinem Körper tatsächlich umgeht, hat man eben keine 80 Jahre, sondern vielleicht bloß 74, 72 oder 76 Jahre vor sich. Und die auch nicht bei besserer Gesundheit. Jetzt stell dir bitte einmal Folgendes vor, ein verrückter Gedanke. Du kümmerst dich, schau hier, 4 Monate lang intensiv, also mehr oder weniger intensiv, um deine Gesundheit. Du kümmerst dich einfach um dich, um das einzige Leben, was dir jemals zur Verfügung steht. Ist dir klar, was danach passieren könnte, wenn du wirklich die Ernährung langfristig, also für immer, umstellst und auch richtig Spaß daran findest? Schau mal hier. Da werden aus den roten grüne Monate. Du hast viel mehr Energie, du hast Power, du hältst durch, du bist stressresistent. Allergien können wieder weggehen. Kopfschmerzen, was war das? Kenne ich nicht. Und solche Geschichten. Nicht nur das, du holst die restlichen Jahre wieder drauf, die 80. Und nicht nur das, du hast das Potenzial, definitiv deutlich mehr Jahre hinten rauszuholen. Und ich rede von gesunden Jahren, geistig frisch, körperlich noch aktiv. Du kannst Treppen völlig alleine hochgehen, du kannst einkaufen gehen. Mit 96, warum denn nicht? Das ist alles drin, wenn du dich entscheidest, dich endlich mal vernünftig, ohne Diät, um deinen Körper zu kümmern. So viel zum Thema innere Einstellung. Wir machen aber noch weiter. Wichtig ist, du musst raus aus dieser Opferhaltung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du musst zum Gestalter werden. Das ist die Idee hinter diesem Ganzen. Ich möchte dir mal ein Zitat zeigen und das ist so wichtig. Ich möchte es mal groß stellen, das Zitat, damit du es selber lesen kannst, weil ich möchte kein betreutes Vorlesen machen. Ich lasse dich das ganz kurz lesen. Lass es auf dich wirken. Gut. Es geht um die innere Einstellung. Wenn wir diesen Code nicht richtig einstellen, dann kann alles andere stimmen. Aber das Ding hier wird nicht aufgehen. Lass uns mal den nächsten Code angucken, nämlich die Umsetzungsstrategie. Wir stehen hier vor einer psychischen und physischen Herausforderung, wenn wir eine ganz typische herkömmliche Diät machen. Denn eine Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Denkt bitte an Folgendes, der Mensch hat sich über 100.000 Jahre entwickelt und war ständig auch mit wenig Kalorien konfrontiert. Wenn der Organismus sich in dieser Zeit nicht hätte anpassen können, dann hätten wir gar nicht überleben können. Das tut er. Und das macht er heute noch genauso gut wie vor hunderttausenden Jahren. Das macht er beispielsweise über die Schilddrüsenaktivität, reguliert Hormone runter. Wir frieren mehr, wir zappeln weniger im Alltag rum, werden also ein bisschen behäbiger, ein bisschen ruhiger und wir bauen Muskulatur ab. Und gerade das Letzte ist ein echtes Problem, weil Muskeln brauchen rund um die Uhr Kalorien. Das bedeutet, dass du nach einer typischen Hardcore-Diät mit wenigen Kalorien zwar weniger wiegst, aber hauptsächlich eben auch, weil du weniger Muskulatur hast, die eigentlich ja rund um die Uhr Kalorien verbrauchen soll. Wenn du jetzt wieder in die alten Essgewohnheiten zurückrutschst, dann nimmst du wieder zu und wirst immer kuscheliger, vielleicht sogar bei gleichem Ausgangsgewicht
oder auch ein bisschen drüber. Du hast also weniger Muskeln bei höherem Fettanteil. Eine Diät macht dich über Jahre eher fluffiger, flauschiger, aber nicht schlanker, nicht auf Dauer. Das kann also so nicht funktionieren. Also nochmal, eine Diät ist nichts anderes als eine moderne Hungersnot. Und wir haben heute noch die Herausforderung, dass es früher bei einer typischen Hungersnot ja wirklich nichts an Essen gab, sonst hätten die ja gegessen. Heute simulieren wir eine ganz niedrigkalorische Ernährung, eine Hungersnot, aber sind permanent diesen ganzen Fressalien ausgeliefert, rund um die Uhr. Wir bekommen heute ja überall ständig Kalorien. Das heißt, da muss man extreme Willenskraft aufwenden, um dem zu widerstehen, weil die Hungerhormone treiben uns wie ein Kalorienzombie auch zur nächsten Futterquelle. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist nämlich dann auch der nächste Punkt, die psychische Herausforderung. Weil wir mit einer typischen Diät massiv in bewährte Essgewohnheiten reingrätschen. Lasst uns mal über Gewohnheiten sprechen. Gewohnheiten sind überlebenswichtig. Ein Mensch ohne Gewohnheiten kann gar nicht existieren. Wie funktionieren denn Gewohnheiten? Gewohnheiten, die werden entwickelt in einer Lernphase. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du mal eine Fremdsprache gelernt hast oder das Autofahren gelernt hast. Das ist eine echte Herausforderung. Du brauchst maximale Aufmerksamkeit, du musst dich voll konzentrieren und damit verbrauchst du Willenskraft. Aufmerksamkeit gleich Willenskraft gleich Disziplin. Jeder Mensch hat eine Art Disziplins- oder Willenskraftkonto oder ein Akku. Der eine Akku ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Und jetzt investieren wir, um etwas frisch zu lernen oder eben um etwas umzusetzen, müssen wir Aufmerksamkeit investieren, wenn es außerhalb sich unserer Gewohnheiten abspielt. Wenn es eine Gewohnheit ist, da brauchst du keine Aufmerksamkeit, es läuft völlig automatisch. Es kostet keine Energie, sich Zähne zu putzen, Schuhe zu binden oder einen Kaffee zuzubereiten. Das ist eine Gewohnheit geworden bei dir. Aber alles außerhalb braucht Aufmerksamkeit, Willenskraft. Morgens, wenn du gut geschlafen hast, Schlaf ist ein wichtiges Thema, ist der Akku gewöhnlich voll. Und jetzt investierst du im Laufe des Tages deine Willenskraft für Aufgaben, die eben aktiv erledigt werden müssen. Also raus aus den Gewohnheiten sind. Und am Abend ist der Akku mehr oder weniger leer, je nachdem, wie viel Willenskraft du aufgewendet hast, wie groß dein Willenskraft-Akku vorher schon war. Und wenn dann abends verführerisch die Chips-Tüte raschelt oder die Schokolade anfängt mit dir zu sprechen und der Willenskraft-Akku leer ist, dann kannst du dir vorstellen, wie das abends vermutlich endet. Also muss man da häufig ganz anders rangehen. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und zwar gleich. Aber vorher noch Folgendes. Ich möchte dir mal zeigen, was es mit den Essgewohnheiten auf sich hat. Wir essen am Tag dreimal im Schnitt. Das macht ungefähr 1000 Mahlzeiten pro Jahr. Nimm diese Zahl 1000 und multipliziere sie jetzt mit deinem Lebensalter in Jahren. Dir wird schnell klar, wow, das hat sich bewährt, dieses Essprogramm, was du dir angewohnt hast. Das, was du heute isst, funktioniert. Es macht dich satt, es schmeckt, ist einfach zuzubereiten. Du weißt, wo du es bekommen kannst, wo du einkaufen musst, wie lange es lagerfähig ist, wo es gelagert werden muss. Dann ist es für dich auch vor allem gut verträglich. Und es ist so viel positives Feedback, dass sich daraus eine Gewohnheit entwickelt hat. Wenn du jetzt mit einer herkömmlichen Diät um die Ecke kommst, die dieses bewährte Programm, diese Essgewohnheit komplett auf den Kopf stellen möchte, dann ist das ein massiver Eingriff in bewährte Gewohnheiten. Und das geht auf Dauer garantiert schief. Denn es gibt jemand, der möchte diese Gewohnheiten beschützen. Und das ist der hier, der innere Schweinehund. Der ist kein Feind. Er beschützt dich. Denn nehmen wir an, du hast gerade Vollzeiturlaub und hast wirklich Zeit, dich massiv um deine Ernährungsumstellung oder Gesundheit zu kümmern. Das mag funktionieren, aber was passiert während eines hektischen Alltages? Im Privatleben, mit der Familie oder vielleicht auch im Beruf, wenn da irgendeine ungeahnte Herausforderung auf dich zukommt, weil der Chef plötzlich einen Haufen Arbeit auf den Tisch klatscht, weil er eine wichtige Aufgabe hochkonzentriert erledigen muss oder auf der privaten Schiene, weil vielleicht eins deiner Kinder krank ist und jetzt eben dann rund um das Kind alles organisiert werden muss, weil es normalerweise eine Schule, Kindergarten ist, dann brauchst du auf Beruf oder eben privat maximale Aufmerksamkeit. Aber dann hast du sie nicht mehr für deine Diät, für deine Ernährungsumstellung, weil, Achtung, die hat dir auch früher schon im alten Programm einigermaßen gut funktioniert. Und zack, katapultiert es dich wieder zurück in dein altes Essverhalten und es verstärkt dummerweise auch deinen Glaubenssatz, jetzt sind wir wieder bei der inneren Einstellung, ich habe einfach keine Disziplin. Ich schaff's nicht. Und ich sage dir, doch, wenn du anders an diese Geschichte rangehst. Und jetzt verrate ich dir, wie. Schick doch deinen inneren Schweinehund
auf die Schweinehundeschule. Mach doch Folgendes. Such dir einen einzigen Tag in der Woche heraus und an diesem Tag hältst du dich an 7 Regeln. Die gehen wir jetzt gleich durch. Ich kann sie leider nur oberflächlich besprechen, weil sonst würde es völlig den Rahmen hier sprengen. Aber dann kriegst du ein Gefühl dafür, an was sich bitte der Schweinehund an diesem Schweinehundeschulentag halten soll. Wenn du diesen einen Tag Woche für Woche wiederholst, dann mache ich dir nichts vor, die ersten sogenannten perfekten Tage, so nenne ich sie, die Schweinehundeschulentage. Die sind auch eine gewisse Herausforderung, weil du musst dich darum kümmern, du musst vielleicht was vorbereiten, du musst an einem Tag eben dann dich an diese Regeln halten, die aber verhältnismäßig einfach umzusetzen sind. Aber es ist eben auch raus aus alten Mustern. Aber hey, es ist nur ein einziger Tag in deiner ganzen Woche. Mehr nicht. Bitte mach keine 2, keine 5, bloß keine 7. Ist Quatsch. Ein Tag und den wiederholst du Woche für Woche für Woche. Und irgendwann, meine Erfahrung ist, 3, 4, 5 Wochen wird dir plötzlich bewusst, wie einfach er geworden ist. Achtung, wie gewöhnlich er geworden ist, weil es eben dann dein perfekter Tag ist in der Woche. Du weißt schon, was du vorbereiten musst, wie du essen musst an dem Tag, mit was für Herausforderungen du konfrontiert bist. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, du fühlst dich irgendwie besser. Und zwar den ganzen Tag. Konstanten Blutzuckerspiegel. Du hast keinen Wechsel mehr von Gehirnfasching nach dem Essen zur anschließenden Fressnarkose. Du bist fit, auch mittags. Du machst also keinen Halbtagsjob, weil du mittags einen geistigen Verdauungsspaziergang machen musst. Du bist voll bei der Sache. Bringst auch mehr Arbeitsleistung. Könnte auch den Beruf natürlich nicht schaden. Abends kommst du nach Hause, hast noch Restenergie, hast noch Lust, dein Privatleben zu genießen. Das ist so viel positives Feedback, dass der innere Schweinehund eben auch sagt, ja, da mache ich mit. Vielleicht sagen einige, ach so genau, was noch passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der findet auf der unbewussten Ebene statt. Hör bitte genau hin. Du machst nur diesen einen perfekten Tag in der Woche. Was passieren wird, ist, dass du unbewusst, und damit musst du auch keine Willenskraft von deiner Aufmerksamkeit, von deinem Disziplinsakku oder Konto abziehen. Du wirst nichts investieren müssen, weil du wirst automatisch die Regel oder Regeln, die dir besonders einfach gefallen sind, schon mit in einige andere Tage übernehmen. Das machst du mal weniger, das machst du mal mehr. Und somit veränderst du dein bisheriges Essprogramm Stück für Stück in Richtung eines gesünderen Essprogrammes. Wichtig, es braucht keine 7 perfekte Tage. Habe ich auch nicht, will ich nicht, ist völlig realitätsfremd. Im Gegenteil, ich bin fest überzeugt, für einen gesunden Lifestyle gehört es unbedingt mit dazu, dass wir gerne mal, auch regelmäßig, so ein richtiges Kalorieninferno feiern sollten. So viel Essen da oben reindrücken, bis der Magen mit dem, was da unten ankommt, Tetris spielen muss. Passt. Das gehört mit dazu, zu einer Ernährungsumstellung, wenn du dir Zeit lässt. Jetzt werden einige sagen, ja, aber mit einem Tag pro Woche, da kann man doch gar nicht abnehmen. Doch, kann man. Und jetzt möchte ich dir das mit einer Grafik verdeutlichen. Gib mir einen kleinen Moment. Dazu mache ich die Präsentation aus und jetzt brauche ich hier mal dieses Whiteboard. Das ist die Zeitachse, die Monate. Hier oben haben wir das Gewichtsplus und das Gewichtsminus. Das ist dein Gewicht heute. Nehmen wir an, du entscheidest dich nach diesem Vortrag hier, ich mache nichts, ich mache einfach genauso weiter. Irgendwann fange ich dann mal an. Es ist in Ordnung, ich möchte es gar nicht bewerten. Dann kann natürlich das hier passieren, dass das Gewicht mit der Zeit immer mehr ansteigt. Hey, die ersten Monate ist das kaum bemerkbar. Aber wie sieht es nach 12 Monaten aus? Jetzt kannst du dich entscheiden, nein, ich brauche eine Diät mit schnellem Erfolg. Der Markt ist ja randvoll mit diesem ganzen Blödsinn. Dann wird das passieren. Du wirst schnell Gewicht verlieren. Keine Frage. Die Chance ist groß. Die Chance ist aber noch größer, dass du eben deinen Stoffwechsel an die Wand fährst, wie wir es vorhin besprochen haben, das psychische und psychologische Problem und die körperliche Herausforderung, dass eben dann hier sowas passiert. Ja? Ist klar. Was wir erreichen wollen, ist das hier mit diesem perfekten Tag. Wir werden ganz langsam deine Essgewohnheiten verändern und ich gebe zu, die ersten Monate wird sich noch nicht wirklich viel tun. Aber wir müssen lernen als Gestalter und eben nicht als Opfer, dass wir das langfristig betrachten. Denn der Weg ist mit dieser Art der Umsetzungsstrategie wesentlich erfolgreicher, zumindest auf Dauer. Da habe ich die Erfahrung aus mittlerweile 50.000 Coachings. Natürlich ist in den ersten Monaten da ziemlich wenig Unterschied, ob du dich jetzt gesünder nennst mit einem perfekten Tag. Aber bitte betrachte es auf dieser Ebene hier. Und die Kurve ist da noch lange nicht zu Ende. Das geht ja noch viel weiter. Zurück zur Präsentation.
Gehen wir mal durch die 7 Regeln, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber so, dass du mindestens einen guten Überblick bekommst. Regel Nummer 1, das ist die Mahlzeitentaktung. Wir haben ja früher 3 Mahlzeiten gehabt, Frühstück, Mittag, Abendessen. Heute hat sich eine 4. etabliert, das Snacken. Wir snacken, hört sich so niedlich an. Das ist aber nicht niedlich. Snacken ist wie Übergangsjacke. Eigentlich brauchen wir es nicht unbedingt. Und genau dann, wenn wir snacken, haben wir immer eine Insulinausschüttung, je nachdem, was wir snacken, mehr oder auch mal weniger. Und solange wir Insulin im Blut unterwegs haben, haben wir keine Chance, wirklich effektiv Fette auch aus den Depots zu verbrennen. Das ist eine ganz wichtige Grundlagenregel. Und deswegen ist es so gefährlich, dass wir snacken oder auch trinken zwischendurch, kalorisches natürlich. Dann leiden viele Menschen unter Naschdemenz. Sie kriegen gar nicht mit, was sie alles hier reinschieben, so zwischendurch. Deswegen meine ich immer liebevoll, einfach mal die Klappe halten zwischen den Mahlzeiten. Möglicherweise könnte auch das intermittierende Fasten etwas für dich sein. Bewusst konjunktiv, weil es ist nicht für jeden geeignet. Ich zum Beispiel, für mich ist es nichts. Aber viele kommen damit klar, insbesondere die Menschen, die überhaupt nicht gerne frühstücken. Wir müssen nicht frühstücken. Wichtig ist nur, dass die erste Mahlzeit des Tages, die dann kommt, auch wenn es mittags ist, vernünftig ist. Denn die erste Mahlzeit entscheidet ganz häufig darüber, ob ich am restlichen Tag entgleise, ernährungstechnisch, oder eben nicht. Andere, die abends super aufs Essen verzichten können, für die wäre intermittierendes Fasten auch geeignet. Man kann sich da reintrainieren in das intermittierende Fasten. Das wäre sowieso meine Empfehlung für jemanden, der es ausprobieren möchte. Aber das würde jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu weit führen. Nächste Regel ist das Thema Eiweiß. Eiweiß wird aus meiner Sicht immer noch massiv unterschätzt. Du glaubst nicht, wie wichtig dieser Nährstoff, das Eiweiß, das Protein, ist genau das Gleiche für uns ist. Es sättigt am meisten, es bastelt jede Menge Hormone, die auch für unsere Stimmung sorgen. Und Eiweiß hat eine sogenannte, jetzt kommt ein Fachwort, eine thermodynamische Wirkung. Das bedeutet, von den Eiweißkalorien, die aufgenommen werden, werden nicht alle Kalorien umgesetzt in Speicherenergie, sprich in Körperfett. 25% Verlust zu unseren Gunsten. Und deswegen habe ich schon mal ein generelles Problem mit dem Satz, man muss nur weniger Kalorien aufnehmen, als man verbraucht, weil man gar nicht genau wissen kann, wie viele Kalorien tatsächlich im Essen drinstecken. Ist ein bisschen komplexer, aber Eiweiß ist wahnsinnig wichtig. Es gibt eine Faustformel, die wir essen sollten, 3-mal täglich, die Faustgröße, wenn es eher festere Eiweißlieferanten sind, also was wie Quark, oder auch Nüsse. Nüsse übrigens, Nüsse sind spitze. Nüsse machen nur dann dick, wenn die sich eben im Toffifee verstecken. Aber ansonsten, eine Handvoll Nüsse, spitze. Vergiss diesen Quatsch mit Fett. Das ist totaler Bullshit, aber muss ich jetzt auch wieder zu weit ausholen. Also, das wäre so eine Faustformel für eher festere Produkte. Flache Hand für Fleisch oder für Fisch bzw. Schnittkäse. Muss man auch nicht ausschneiden, ja, das ist nur ungefähr. Doppelfaust. Ja, Doppelfaust für zum Beispiel einen Eiweißshake, Linsensuppe wäre auch so eine Doppelfaust, eine Portion. Oder eben auch Buttermilch. Buttermilch, Buttermilch Natur. Ich weiß nicht, ob dir das schmeckt, ich komme geschmacklich nicht ran. Ich finde, Buttermilch Natur schmeckt so, als ob die Kuh noch nicht ganz fertig damit war. Wer es mag, spitze, ist ein gutes Zeug. Okay. Also Eiweiß ist wichtig und damit sollte man eben immer was auf dem Teller haben, weil man dann automatisch deutlich länger satt ist und eben nicht zwischendurch snacken muss. Regel Nummer 3, da geht es um die Kohlenhydrate. Oh, Kohlenhydrate sind ja so böse. Das ist völliger Quatsch. Kohlenhydrate sind erstmal neutral. Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Wer sich viel bewegt, viel Sport macht, der verbrennt die wieder. Wenn wir aber eher bewegungshomöopathisch sind, also nicht so viel uns gerne bewegen, also Sport machen, dann braucht man nicht ganz so viel von diesem Muskelbenzin. Und dann kann es sinnvoll sein, sie sinnvoll zu reduzieren und natürlich zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten zu unterscheiden. Ich denke mal, die Grundlagen kennst du da auch. Ich rede immer von der Kohlenhydratdelle, dass man eben es einmal am Tag schafft, mit wenig Kohlenhydraten klarzukommen, weil der Körper eben dadurch letztendlich wieder lernen kann, überhaupt Fettstoffwechsel zu betreiben. Zucker, das ist eines der größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Du glaubst nicht, wo überall Zucker drin ist. Es ist unfassbar, sogar in der Wurst, da wird die Wurst sogar zum Lutscher. Es ist abartig, es ist pervers und Zucker ist ein größeres Problem, als viele, viele denken. Viele Menschen machen Zucker regelrecht süchtig, abhängig.
Das merkt man dann, wenn man eben Zucker mal entziehen möchte, wie sehr es einfach Zucker dürstet. Zucker ist ein ganz großes Problem in zu großen Mengen für unsere Leber, für den Leberstoffwechsel. Und das ist die wichtigste Stoffwechselfabrik überhaupt, weil es eben zur nicht-alkoholischen Fettleber führen kann, von dem mittlerweile in Deutschland, Österreich, Schweiz geschätzt 40% in unterschiedlichen Stadien betroffen sind. Und wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert, haben wir ganz große Probleme auf Dauer. Ich möchte auf die Grafik hier verweisen, die ich gerade eben angemalt habe. Nächste Regel, dann bei den Getränken werden die größten Ernährungsfehler gemacht. Da knüpfe ich an mit dem Thema Zucker. Auch Fruchtsäfte sind nicht für eine zumindest schlankmachende Ernährung geeignet. Einmal selbstgemachten Obstsaft morgens ist okay, aber dass man denkt, dass Orangensaft oder Multivitaminsaft gut wäre wegen Vitaminen, sorry, aber das ist Quatsch. Es stimmt einfach nicht. Wasser ist das Getränk der Wahl, aber eben beim Wasser muss man auch wieder ein paar Dinge beachten. Genauso wie beim Thema Alkohol. Alkohol bremst die Fettverbrennung aus. Nachts haben wir den größten Anteil der Fettverbrennung, weil wir eben nachts nichts essen, klar. Außer wir gehen nachts zum Kühlschrank, um zu gucken, ob das Licht auch wirklich aus ist. Und wenn wir vor dem Schlafen gehen, vor dieser Fettverbrennungsphase Alkohol trinken, je nach Menge, blockieren wir den Fettstoffwechsel mal komplett aus. Ich möchte jetzt niemanden motivieren, morgens zu saufen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber man sollte einfach das mitnehmen, dass wenn man nur das angehen würde, die Menge zu reduzieren, hat man schon mal einen weiten Schritt nach vorne gemacht. Warum ist Wasser so wichtig? Der Stoffwechsel ist wie ein Mühlrad. Und da läuft Wasser drüber. Und wenn das Mühlrad sich nur langsam bewegt, weil du nur wenig trinkst, dann läuft das Mühlrad des Stoffwechsels. Keine Frage, aber eben nicht rund. Wenn du eine ordentliche Menge Wasser drüber jagst, aber auch nicht zu viel, das geht nämlich auch, dann läuft der Stoffwechsel deutlich runter, alle möglichen Stoffwechselprozesse. Weiter geht es mit dem Thema Bewegungsbewusstsein. Da geht es nicht unbedingt um Sport, es geht darum, den Alltag einfach mehr beweglicher zu machen. Da gibt es ganz einfache Tricks, die man anwenden kann, wo man sagt, wow, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber das ist eben wichtig, weil wir müssen uns um unsere Muskeln kümmern. Die Muskeln sind die wichtigste Versicherung mit dem Älterwerden. Das ist die wichtigste Altersvorsorge, die Rentenversicherung sozusagen. Und Muskeln sind auch ganz wichtig, um rund um die Uhr mehr Kalorien zu verbrennen, also für die Fettverbrennung. Thema Nummer 6 ist das Thema Motivation. Da geht es eben auch um die Frage, wie du mit dir selbst sprichst. Bist du jemand, der mit dir selbst hart ins Gericht geht, der eher so abfällig mit sich spricht? Oder bist du jemand, der generell einfach sehr liebevoll mit sich umgeht? Sich auch mal loben kann für Dinge, die er gemacht hat. Und dann ist die Frage, erlaubst du dir es selbst überhaupt abzunehmen? Oder beschützt dich deine Figur für irgendwas? Auch am perfekten Tag muss man sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Weil das könnte eben genau dieser fehlende Code sein, der bisher einfach noch nicht da war, um langfristig Erfolg zu haben. Ist ein ganz, ganz großes Thema, aber am perfekten Tag lenken wir praktisch dann dieses große Thema und fokussieren uns eben auf bestimmte Aufgaben, um eben da letztendlich vom Opfer zum Gestalter zu werden. Der letzte Punkt ist das Thema Schlaf und Entspannung. Stress macht dick, das hängt mit dem Hormon Cortisol zusammen. Da werde ich nachher nochmal ganz kurz was dazu sagen, ist aber ein unheimlich wichtiger Punkt und in einer völlig overdosten Welt, also wo es unfassbar viel Einfluss auf uns gibt, wo wir uns ständig unter Druck spüren, wo wir schon 2, 3 Jobs haben müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, wie bescheuert ist das denn? Da ist eben Stress auch häufig ein Dauerthema. Stress ist grundsätzlich nicht schlecht, haben wir gebraucht früher, um überleben zu können. Da gab es aber eben impulsiven Stress, also mal ganz kurz und heftig und dann wieder Ruhephasen, haben wir heute nicht mehr. Wir müssen lernen, mit dem Stress, den wir heute haben, umzugehen. Das ist ein wichtiger Punkt, damit Cortisol runtergeht. Nur dann öffnen sich sozusagen die Fettzellen. Guter Schlaf baut Stress ab, deswegen ist die Schlafqualität auch wahnsinnig wichtig. Gar nicht mal so sehr die Quantität, also die Schlafdauer. Die Qualität ist entscheidend. Und vor allem füllen wir da unseren Willenskraft-Akku, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Wenn man sich an diese 7 Regeln hält, wäre es ein perfekter Tag. Wobei das Wort perfekt ein bisschen kritisch ist, weil perfekt heißt, alle 7 Regeln müssen stimmen. Aber hey, wenn 6 von diesen 7 Regeln oder auch mal 5 umgesetzt werden, dann spreche ich immer noch von einem perfekten Tag. Weil wir damit rein in die alten Ess- und Verhaltensmuster gehen und eben Dinge verändern können. Sammle Referenzerfahrungen mit diesem einen perfekten Tag.
Spüre sehr bald, wie gut dir dieser eine perfekte Tag tut. Und lerne auch bitte stolz auf dich zu sein und dir auch selber anzuerkennen, dass du eben vielleicht nur 6 von den 7 Regeln eingehalten hast, aber trotzdem richtig stolz sein darfst. Wir haben häufig einen falschen Fokus, einen defizitorientierten Fokus. Es war kein perfekter Tag, ich habe diese eine Regel nicht umgesetzt. Doch, auch das war ein perfekter Tag, wenn es nur 6 oder auch nur 5 von 7 waren. Okay, übernimm Verantwortung. Ich glaube, das ist so die Schlussbotschaft bei dieser Umsetzungsstrategie für das einzige Leben, was dir jemals zur Verfügung steht. Lass uns mal über die magischen 47 sprechen, über den nächsten Punkt, die Ernährungsgrundlagen. Schau mal, wir brauchen insgesamt 47 Einzelbausteinchen, damit der Körper alles basteln, bauen kann, sich regenerieren, renovieren kann, sich wieder heilen kann. 47 Einzelbausteine. Ich gehe sie einmal ganz kurz durch. Die musst du nicht mitschreiben, du musst sie nicht mal entziffern und lesen können. Es geht um ein grundsätzliches Prinzip, was ich dir gleich verdeutlichen möchte. Es gibt insgesamt 3 essentielle Fettsäuren. Essentiell heißt, wir müssen sie essen, sonst würden wir mittelfristig krank werden, sogar sterben. Wir haben 9 essentielle Aminosäuren, also Eiweißbausteinchen. Wir haben 13 Vitamine, wir haben 17 Spurenelemente und 5 Mineralien. Wenn wir uns so ernähren würden, wie es von der Natur für den Menschen eigentlich 100.000 Jahre lang vorgesehen war, hätten wir eine Vollauslastung von allen 47 Bausteinchen. Haben wir heute nicht mehr. Ausgelaugte Böden, unregelmäßige verarbeitete Produkte, Konservierungsstoffe und was rauskommt, ist das hier. Wie ein gerupftes Huhn sieht die Versorgung mit diesen 47 aus. Jetzt ist es so, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wenn man sich vernünftig ernährt, sind wir ausreichend versorgt mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelemente. Ja, die DGE hat Deutsche Gesellschaft für Ernährung, heißt das DGE. Da hat die vollkommen recht, wir sind ausreichend versorgt. Wir werden keine Mangelerkrankung wie Skorbut oder Beriberi erleiden. Aber ausreichend ist die Schulnote 4. Klar, kann reichen, um versetzt zu werden, um weiterzukommen. Aber willst du dein einziges Leben, was dir zur Verfügung steht, auf einer 4 leben oder auf einer 3? Vielleicht auf einer 2 und die Streber sogar auf einer 1? Und das ist die entscheidende Frage. Ich habe dazu nochmal eine Grafik, die ich dir gerne anzeichnen möchte. Dazu brauche ich das hier nochmal. Gut. Das hier ist das Lebensalter in Jahre und das ist die Leistungsfähigkeit. In dem Fall 100%, 50, 25, 0. Wenn wir uns mal das Leben des Ötzis anschauen, dann war das so, dass der auf einem sehr hohen Niveau lebte, weil er in der Natur und mit der Natur gelebt hat. Der ist dann ungefähr 40 Jahre alt geworden im Schnitt. Also relativ kurz, weil der hatte natürlich ganz andere Herausforderungen. Der hatte im Winter keine Zentralheizung in der Höhle. Der hatte eben auch Hungersnöte, die ihn mal früher kaputt gemacht haben. Und das war natürlich ein ganz anderes Leben. Auch hatte der keine Zahnzwischenraumbürstchen. Das heißt, wenn der mal krank wurde und eben keine Medikamente bekam, dann war eben auch mal früh Feierabend. Zudem musste er sich auch mit wilden Tieren auseinandersetzen. Der ist auf einem sehr hohen Leistungsniveau, ist er eben dann ja, kaputt gegangen. Wir werden heute, das habe ich vorhin schon mal gesagt, im Schnitt 80 Jahre alt, doppelt so alt. Und das erst seit wenigen Jahrzehnten. Was haben wir alle für ein Glück gehabt? Gut, eine Verdoppelung des Lebensalters, das gibt auch einige Herausforderungen auf diesem Weg. Wusstest du, dass die Ehe in einem Jahrhundert erfunden worden ist, als der Mensch ungefähr 40 Jahre alt wurde? Wenn man damals vor dem Altar stand und hörte, bis dass der Tod euch scheidet, dachte man bestimmt, ja, das ist überschaubar. Heute müssen wir doppelt so lange durchhalten. Wir werden doppelt so alt, aber mit der Leistungsfähigkeit sieht es leider ganz anders aus. Das sieht nämlich so aus. Bis 50% merken wir nichts. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser, kannst du dich erinnern, mit dieser Kästchengrafik. Die ersten Lebensjahre, da kannst du eigentlich leben, wie du Lust hast. Der Körper hat so viele Ressourcen, so eine Regenerationsfähigkeit, dass man auch komplett neben der Natur leben kann und trotzdem fühlt man sich einigermaßen gut. Erst bei 25%, da wird es kritisch.
Das ist ein Alter von ganz grob 60 Jahren. Deswegen sage ich immer, wenn man sich draußen mal wirklich Leute bewusst anguckt, von ihrem Energiestatus, viele Menschen fangen mit 60 an zu sterben, werden aber erst mit 80 beerdigt. Um was es mir geht, ist, dass wir es schaffen, die Leistungsfähigkeit nach hinten wieder deutlich zu steigern. Und genau das machen wir mit dem, was ich dir hier heute in diesem Online-Vortrag erkläre. Es ist egal, in welchem Alter du dich bewegst. Bewegst du dich hier, du kannst auch hier hinten raus. Wir haben locker das Potenzial, 100 Jahre bei sehr guter Gesundheit zu werden. Das darfst du entscheiden, ob du das möchtest. Oder hier. Egal, auch wenn du schon vielleicht über 60 bist. Es macht nichts. Du hast die Möglichkeit, proaktiv etwas für deine Gesundheit zu tun. Und da sind eben die magischen 47 unheimlich wichtig. Ich mache die Präsentation wieder an. Und genau deswegen ist es Quatsch, nur auf die Kalorien zu achten. Diese magischen 47, die sind wichtig, dass da möglichst viele in deiner Ernährung drinstecken. Und das ist eben ganz weit weg von diesem typischen Kalorienzählen. Du kennst diesen Spruch und jeder, der sich noch nicht intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, der plappert den nach. Du musst nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Es gibt drei Wörter, die stören mich da drin, nämlich diese hier. Du musst nur weniger. Müssen will keiner. Da steckt ein Zwang dahinter. Da steckt Druck dahinter. Das ist nie gut. Dann nur heißt ja, das ist total einfach. Das muss man nicht viel machen und du musst nur weniger essen. Ja, wenn es so einfach wäre, dann wären wir nicht alle so flauschig. Das ist ja wirklich Fakt. Wir werden jedes Jahr immer dicker. Ist dir das bewusst? Das sagt die Statistik ganz klar. Jedes Jahr werden wir immer dicker. Also du nicht, aber deine Nachbarn. Jedes einzelne Jahr. Der letzte Punkt, du musst nur weniger essen. Ja, das ist ja genau die Herausforderung. Wie schaffen wir das auf Dauer? Es ist nämlich so, wenn wir typische Diäten machen, dann fahren wir eine Stoffwechsel gegen die Wand. Aber, und jetzt kommt das nächste, der nächste Step, wir entziehen unserem Körper auch diese lebensnotwendigen 47 Bausteinchen immer mehr. Und dann kommen wir in ein Defizit, was eben diese Leistungsfähigkeit deutlich nach hinten runterschraubt. Und genau das wollen wir eben nicht. Und ich zeige dir jetzt nochmal, warum dieses Kalorienprinzip nur die halbe Wahrheit ist. Wir nehmen mal eine Person, die braucht 2000 Kalorien am Tag, damit sie alle Systeme im Körper versorgen kann. Die nimmt nicht zu, sie nimmt nicht ab. Jetzt entscheidet diese Person aber, ich möchte gerne abnehmen und isst bloß noch 1500 Kalorien. Das macht ein Defizit von 500 Kalorien, okay? Jetzt haben wir zwei verschiedene Personen, die das möchten. Die eine Person ist kognitiv ein bisschen zu früh links abgebogen, also und isst diese 1500 Kalorien in Form von reinem Zucker. Ja, und die andere Person, die isst beispielsweise morgens ein Omelett, die isst mittags einen Salat mit ein bisschen Mozzarella drin beispielsweise und abends isst sie eben in diesem Beispiel hier einen Fisch mit einem Teller Gemüse. Werden beide Personen abnehmen? Was meinst du? Was ist deine Antwort aus dem Bauch heraus? Ganz klar, ja, natürlich. Beide haben ein Defizit von 500 Kalorien. Das ist also im Grunde schon richtig. Nur, was glaubst du, wie das langfristig funktioniert, wenn die Person nur Zuckerwürfel essen würde? Schau mal, die andere Person, die sich eben vernünftig ernährt, die hat eine Vollversorgung mit diesen magischen 47. Die andere Person dagegen, die hat eine Versorgung von diesen 47 von, jetzt bitte nicht erschrecken, 0. In Zucker steckt nichts drin, 0. Also nicht 0, sondern wirklich 0. Tot. Zucker ist totes Zeug. Deswegen wird es von Industrie auch gern verwendet, weil es eben dann, wenn es nicht lebendig ist, nicht zu früh aus dem Supermarktregal rauskrabbelt. Ist ewig haltbar. Hey, kein Mensch isst nur Zuckerwürfel. Das hoffe ich zumindest. Aber nehmen wir mal ein klassisches Beispiel einer gesunden Ernährung. Wir nehmen eine Person, die isst beispielsweise morgens ein selbstgemachtes Müsli, die isst mittags Nudeln mit einer Bolognese. Nudeln sind Teigwaren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren. Also Mehl. Und Mehl ist nichts anderes als ein hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver. Meistens Auszugsmehle, wo die ganzen Randschichten weg sind und deswegen schon mal deutlich dezimiert an ganz vielen von diesen magischen 47. Abends gibt es dann Abendbrot, besteht ja letztendlich auch aus Getreide. Dreimal am Tag Getreide. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Getreide, es ist in Ordnung. Aber dreimal am Tag bei einer Standardernährung, du musst wissen, Getreide hat ein paar Eigenschaften, die nicht ganz so fein sind.
Es gibt manche Menschen, die reagieren auf Gluten, nicht alle. Manche sind nur sensitiv, aber denen wird es ganz gut tun, mal drauf zu verzichten. Aber Getreide hat insgesamt deutlich weniger von vielen dieser 47 Bausteinchen, zum Beispiel deutlich weniger Aminosäuren. Dann hat es deutlich mehr Omega-6 als Omega-3. Omega-6 fördert Entzündungen, was wichtig ist, wenn wir uns in den Finger reinschneiden, damit es heilen kann. Und Omega-3 löscht Entzündungen. Wenn wir zu viel Brandbeschleuniger haben, Omega-6, dann haben wir niederschwellige Entzündungen im Körper. Und das kann langfristig alle typischen Zivilisationserkrankungen begünstigen. Wir brauchen ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Mit Getreide keine Chance. Und das sind nur ein paar wenige Beispiele. Eisen fehlt. Es gibt noch viele andere Stoffe, die fehlen. Vitamin A beispielsweise ist in Pflanzen gar nicht drin. Da ist dann Beta-Carotin drin, in Karotten beispielsweise. Aber das wird nur sehr ungenügend zu Vitamin A umgebaut und viele, viele andere Dinge noch mehr. Und das macht eben einen großen Unterschied, weil so sieht das dann aus. Wenn wir uns als Beispiel gesund getreidereich ernähren würden, das heißt nicht, dass man komplett auf Getreide verzichten muss, mache ich auch nicht. Ich bin zum Beispiel Knäckebrot-Fan. Aber dieses Permanentgetreide, morgens, mittags, abends, vielleicht noch zwischendurch, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Weil wenn der Körper spürt, dass er zu wenige von diesen 47 Bausteinchen bekommt, dann hat er permanent Appetit. Und jetzt sind wir genau am Kern der ganzen Sache. Wir werden nur weniger Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen, wenn wir auch mit dem, was wir essen, lange und sehr angenehm gesättigt sind. Wenn wir uns aber gesund, aber eigentlich trotzdem falsch ernähren, haben wir permanent dieses, boah, ich brauche jetzt irgendwas. Und je mehr Zucker wir essen, desto mehr nehmen wir auch den Platz für diese magischen 47 in den hochwertigen Lebensmitteln weg. Wenn jemand mittags zwei Stück Kuchen isst, weil die Arbeitskollegin Geburtstag hatte, dann sagt die Person sich vielleicht, Herr, verzicht hier aufs Abendessen. Ja, dann ist der kalorische Ausgleich da, das ist richtig. Aber dann fehlen noch mehr von diesen magischen 47. Und der Körper holt sich dann die nächsten ein, zwei Tage durch mehr Appetit auf was anderes wieder zurück. Der Körper hat einfach dieses Urprinzip, ich brauche meine 47, vorher gebe ich nicht Ruhe. Und das hat unter anderem auch einen massiven Einfluss auf die Hormone. Und die Hormone sind stärker als die Willenskraft. Ich mache ein einfaches Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Adrenalin ist unser Stresshormon. Das wird ausgeschüttet, wenn wir uns gestresst fühlen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die haben jetzt nicht unbedingt Flugangst, aber wenn die Kiste startet, auf der Startbahn, dann feuchte Hände, Herzschlag ist hoch. Obwohl Fliegen mit Abstand, mit Riesenabstand die sicherste Reisemöglichkeit ist. Jedes Jahr starten zig Millionen Flugzeuge und sie landen auch wieder. Wie viel kommen tatsächlich runter? Trotzdem haben wir Angst. Das ist rational nicht begründbar, aber emotional steuern uns die Hormone. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes ist das Cortisol, von dem ich vorhin beim Thema Stress schon mal kurz gesprochen habe. Es gibt Menschen, die haben das Cushing-Syndrom. Das heißt, Nebennieren produzieren extrem viel Cortisol. Die haben ein völlig normales Essverhalten, sind extrem übergewichtig. Anderes Beispiel, Krankheit, welcher Art auch immer, Cortisol, plötzlich nimmt man zu, ohne was am Essverhalten zu ändern. Und daran sieht man, dass die Kalorienformel eben nur die halbe Wahrheit ist. Wenn die Hormone nicht harmonieren, wenn wir dauernd Stress haben, dann werden wir erstens mehr essen, um die Energie für den Stress aufwenden zu können und zweitens werden die Hormone dafür sorgen, dass diese Energie auch viel, viel besser, insbesondere beim Stress, im Bauchraum eingelagert werden. Anderes Hormon ist die Schilddrüse oder Hormonproduktionsstätte. Ganz einfaches Beispiel. Ich erkläre dir mal in aller Kürze, wie die Schilddrüse funktioniert. Schau mal, wir brauchen Energie im Körper. Die Energie produzieren unsere Kraftwerke. Die nennen sich Mitochondrien. Das ist der Fachbegriff. Die müssen angezündet werden, damit Energie produziert werden kann, indem Nahrung verbrannt wird. Anzünden tun Streichhölzer. Das sind die Schilddrüsenhormone. Hier, dieses Ding, die Schilddrüse produziert hauptsächlich das sogenannte T4. Und das ist das Streichholz, was noch nicht brennt. Jetzt muss der Körper, da wo er Energie braucht, dieses T4 anzünden. Und dann ist es ein T3. Und dieses T3 ist das wirklich Wichtige. Das bedeutet, dieser Prozess im Körper, der muss gut funktionieren, dass ein nicht brennendes Streichholz anfängt zu brennen. Es gibt bestimmt viele unter euch, die nehmen ein Schilddrüsenhormon, Euthyrox beispielsweise. Das ist aber das T4.
Aber keiner weiß, ob das wirklich zum T3 angezündet wird. Dazu braucht es zum Beispiel Selen. Und Selen ist unseren Böden kaum noch drin. Das bedeutet, wenn nur ein einziger Mikronährstoff, in dem Fall Selen, nicht ausreichend vorhanden ist, dann kann es sein, dass dieser eine Mikronährstoff ein komplettes Hormonsystem letztendlich aus dem Gleichgewicht bringt. Und das ist nur ein Beispiel in Bezug auf die Schilddrüse. Es gibt noch so viel mehr Hormone. Anderes Beispiel ist Östrogen, Progesteron. Und nochmal, du musst ja kein Biochemiker werden. Aber es reicht eben nicht zu sagen, ja, ich muss einfach mal weniger essen. Das ist Bullshit. Das ist Anfängerstufe 1-Denken. Östrogen-Progesteron-Verhältnis ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch innerhalb der Wechseljahre. Wechseljahre ist nämlich auch ein großes Thema. Wir haben häufig eine sehr hohe Östrogendominanz und Östrogen macht das Gewebe weich und erhöht die Fettanlagerungsquote. Progesteron dagegen ist das Wohlfühlhormon und hier braucht es eine Ausgewogenheit, ist bei ganz vielen überhaupt nicht mehr gegeben. Die wenigsten wissen wahrscheinlich ihr Östrogen-Progesteron-Verhältnis. Und dann kann es sein, dass es schwer auf die Psyche schlägt und auf die Figur. Wir nehmen beispielsweise Verhütungsmittel, also wir nicht, die Frauen machen das ja in der Regel. Oder wir haben Xenoöstrogene durch die umweltbedingte Umweltbelastungen. Xenoöstrogene sind östrogenähnliche Stoffe, die an die Rezeptoren andocken und eben dann zu viel Östrogenwirkung haben. Ich möchte es gar nicht zu kompliziert machen, ich möchte nur eines verdeutlichen. Wir müssen die Hormone in den Griff bekommen. Die Hormone, es gibt noch so viele mehr, die sind praktisch wie eine Art Mobile. Kennt ihr diese Kindermobiles? Wenn die ganz sanft angestoßen werden, dann schwingen die schön im Takt und alles dreht sich kunterbunt. Und wenn wir eben uns nicht richtig ernähren oder falsch rangehen, machen wir einmal so ins Mobile und alles Mögliche verheddert sich. Und dann wirst du nicht weiterkommen mit Standarddiäten. Kannst du vergessen. An dieser Stelle möchte ich die Grundlagen verlassen, weil du merkst schon, so ein Online-Vortrag könnte ewig lange gehen mit wichtigen Infos, aber dann bist du völlig überfrachtet und dann sind wir bei dem Thema, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Ich möchte nur, dass du an dieser Stelle erkennst, dass es eben vielleicht doch noch Wissen gibt, was du noch nicht hast, was aber wichtig wäre, um tatsächlich diesen Erfolg zu haben. Letzter Punkt, das Umfeld. Das Umfeld zeigt, wann du umfällst oder durchhältst. Denn die Frage ist, hast du mehr Freunde um dich herum? Oder Feinde, weil die Menschen, die es gar nicht so gut mit dir meinten, die engsten Vertrauten, der Lebenspartner beispielsweise, da meint es ja vielleicht gar nicht böse, wenn er sagt, du nervst mich mit deiner Diät oder was willst du, du siehst doch gut aus oder was auch immer, da sie einfach runtermacht bei der Diät. Häufig hat er nichts anderes als Verlustängste. Vielleicht hat er sogar Angst, wenn du attraktiver wirst, dass du für den Markt wieder sexier wirst. Und dann macht er dich lieber runter, um dich wieder zurück in die alten Gewohnheiten zu holen. Und das sind Dinge, die muss man auf dem Schirm haben. Und da ist eben auch die wichtige Frage, was du brauchst, oder nicht die wichtige Frage, sondern eben du brauchst Verbündete, du brauchst Mutmacher, brauchst du Menschen um dich herum. Was du brauchst, ist eine starke Community. Das kann dein persönliches Umfeld sein, dass du eben die Menschen schon vorher mit einbeziehst. Oder eben auch eine Online-Community, die exakt das Gleiche vorhat wie du, nämlich sich selbst verantwortlich um die eigene Gesundheit, um die Figur zu kümmern. Schau mal hier, ich habe hier nochmal ein Beispiel von der Felicitas. Sie schreibt, ich bin mega froh, sie bezieht sich jetzt auf das Online-Coaching leichter als du denkst, ich bin mega froh, dass ich dieses Programm entdeckt habe und diese super geniale Community. Oder auch hier die Michaela, habe sehr viel gelernt und fühle mich sehr gut. Und dann die allerbeste Community, die ich je erlebt habe. Das ist etwas, was permanent kommt. Ich habe selber sowas auch in meiner Karriere, 20 Jahre beschäftige ich mich damit, selber noch nie erlebt. Diese Community, diese Hilfsbereitschaft. Wir haben hier noch die L, die schreibt, ich liebe die Community und fühle mich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen, die nicht an dem Programm teilnehmen, so viel wissend über meinen Körper. Ich möchte dir noch etwas zeigen. Einfach als Mutmacher. Das Bild möchte ich gerne vergrößern, damit du das besser kennen kannst. Schau dir bitte einmal Patricia an, oben in der Mitte, 22 Kilogramm. Das Besondere ist, sie ist LKW-Fahrerin. Das ist ja letztendlich wie Außendienst. Permanent draußen der Füllstoffindustrie ausgeliefert. Sie hat es geschafft, 22 Kilogramm abzunehmen. Direkt drunter, das ist natürlich ein Ausnahmetalent, Sonja Weinitschke heißt sie, 64 Kilo abgenommen. Sie hat alle möglichen Diäten durch und jetzt hat sie es gepackt.
3 Jahre begleitet sie uns schon, die ist super happy und es ist einfach toll mitzuverfolgen, dass sie sogar zur richtigen Sportlerin geworden ist, was ich früher im Leben nicht hätte vorstellen können. Dann direkt diagonal nebendran ist Thomas. Thomas hat 13 Kilogramm abgenommen und wenn man ganz unten in die Ecke reinschaut, da seht ihr Bianca. Bianca hat über 30 Kilogramm abgenommen, war komplett diätversaut, wie sie gesagt hat, und hat angefangen in der Community immer wieder sonntags kleine Artikel zu schreiben. Sie wurde von der Community dazu motiviert, ein Buch zu schreiben. Das Buch hat sie geschrieben, und zwar Frau Bodenschlampe heißt das, und danach ist sogar noch ein zweites Buch außer Community heraus motiviert entstanden. Es gibt noch so viele Erfolgsgeschichten mehr, das ist ein Mini-Auszug, aber du siehst, es funktioniert, wenn man es zulässt. Nicht funktionieren wird es, wenn du keine Ahnung hast und dich auf irgendwelche Hardcore-Diäten einlässt. Das kann ich dir fast garantieren. Es reicht aber auch nicht, eine gute innere Einstellung zu haben. Eine Umsetzungsstrategie, ja, weiß ich auch so, wie ich es gerne machen würde. Grundlagen, ja, ich muss ja mehr Gemüse essen, das reicht nicht. Selbst wenn du 3 Punkte hast, wird dieses Schloss hier nicht aufgehen. Es wird nicht funktionieren. Es hakt, weil eben das Umfeld noch fehlt. Und so gehen eben ganz viele Menschen an dieses Thema ran. Das heißt, sie fangen an, etwas zu verändern, verrennen sich häufig, aber dann ist eben einer von diesen 4 Erfolgsfaktoren nicht stimmig. Der innere Schweinhund schlägt in einem schwachen Moment zu und man landet eben wieder da, wo man angefangen hat. Erst dann, wenn alle 4 Erfolgsfaktoren tatsächlich harmonieren, dann macht es Klick. Und dann funktioniert es plötzlich. Und fast wie von alleine. Und dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück in das alte Essmuster. Die Chance ist so groß wie vielleicht noch niemals zuvor, dass tatsächlich endlich mal genau das passiert, was man sich so sehr wünscht. Und es ist tatsächlich, wenn du es richtig angehst, leichter als du denkst. An dieser Stelle beginnt Nummer 2 in diesem Vortrag. In aller Kürze darf ich dir einmal mein sehr erfolgreiches Online-Coaching leichter als du denkst vorstellen. Es kann sein, dass dir das bis hierhin reicht. Ich möchte dich ermuntern, trotzdem dir das einfach weiter anzugucken, weil ich denke mal, du hast begriffen, dass das heute hier, dieser Online-Vortrag, eine einzigartige Chance ist. Und jetzt ist die Frage, ob du diese Chance tatsächlich wahrnimmst und möglicherweise gemeinsam mit meinem Team, mir und auch der Community weitermachst. Ich werde mal ganz kurz erklären, bevor wir in die Fragerunde starten, was dich eigentlich erwartet bei Leichter als du denkst. Wir coachen dich insgesamt 4 Monate. Das ist unsere Erfahrung, dass es 4 Monate braucht, ganz entspannt, neben deinem vollgepackten Alltag nebenher, um tatsächlich diese festgefressenen Gewohnheiten aufzudröseln und bessere zu implementieren. Dich erwartet Folgendes. Wir haben eine erste Phase. Ich mache jetzt kein betreutes Vorlesen. Schau dir mal ganz kurz die Themen an, die dich unter anderem da erwarten. Wichtig ist, dass ich diese ganzen Informationsvideos, das Coaching, sehr unterhaltsam aufbaue. Ich bin der Meinung, dass man mit Humor die Menschen am allerbesten erreicht. Deswegen wirst du auch viel zu lachen haben. Und wenn du lachst, dann öffnet sich sozusagen dein Herz und lässt die neue Botschaft zu. Das Gleiche gilt auch für Metaphern. Ich arbeite unheimlich viel in Bildern. Der Körper ist eine Stadt. Da leben 70 Billionen Einwohner, das ist die Anzahl deiner Körperzellen. Es gibt die Stoffwechselfabrik, das ist die Leber, die muss bestimmte Aufgaben erledigen. Dazu brauchst du eben bestimmte Bausteine und so weiter und so fort. Also das machen wir alles in diesem Thema. Dann wir kümmern uns auch um den Schlaf, dass du eben dann irgendwann mal schläfst wie Schneewittchen im Sarg, also Tiefschlaf, und dann auch weniger Quantität brauchst, aber eben fitter bist. Somit sparst du auch dann vielleicht sogar noch zukünftig Lebenszeit ein, weil du einfach weniger Schlaf brauchst. In Phase 2, da gehen wir ein klein bisschen tiefer. Wir kümmern uns um die Naschdemenz, wie man das erkennt und ganz einfach beheben kann. Dann, wir lernen auch den natürlichen Umgang mit Hunger. Den haben ganz viele Menschen verlernt. Sie wissen nicht mehr, was wirklich echter Hunger ist. Also der Hunger, auf den man reagieren sollte. Das lernen wir da wieder. Mit ganz einfachen Dingen. Wir machen dich zum Ernährungsdetektiv. Wir zeigen dir, wie die Lebensmittelindustrie uns austrickst. Die haben Tricks auf Lager, da schlackerst du mit den Ohren. Mich wundert es nicht, dass die Menschen jedes Jahr immer kuscheliger werden. Und auch, wie wir mit Stress besser umgehen lernen. Ganz einfach praxiserprobte Möglichkeiten, damit weniger Cortisol ausgeschüttet wird und damit automatisch schon mal das Abnehmen deutlich besser funktioniert. Nur mit diesem einen Punkt.
Phase 3, da gehen wir dann gehen wir an die Mythen ran. Zum Beispiel Fett. Fett ist auch so ein Thema. Du wirst danach über Fett ganz anders denken. Das ist ein festes Versprechen. Das wird dich wahrscheinlich sehr freuen. Es wird auf jeden Fall schmecken, das kann ich schon mal sagen. Und wir kümmern uns um Heißhunger. Das ist ja häufig auch etwas, was gerade zum Abbruch führt, weil man eben plötzlich abstrusen Heißhunger hat. Es gibt 4 Arten des Heißhungers und die erklären wir dir und vielleicht entdeckst du eben dann, boah, das war's bei mir. Und zack, kannst es ausschalten und dir geht's deutlich besser. Und ich zeige dir eine Ausgleichsstrategie, weil auch bei mir gibt es immer mal wieder ein Kalorieninferno und seit 20 Jahren wende ich schon eine ganz einfache Ausgleichsstrategie an und so kann ich jedes Kalorieninferno mit vollem Genuss letztendlich nachgehen. Phase 4. Da geht es um den Zukunftsfahrplan, wie du eben nach den 4 Monaten ganz alleine weitermachen kannst, aber eben dann deine Essgewohnheiten eben so fix in deinem Kopf machst, dass du gar nicht mehr zurückrutschen kannst in die alten Muster. Wir zeigen dir auch ein ganz einfaches Sportprogramm für zu Hause. Sport bleibt optional, du kannst ihn machen, du musst ihn nicht machen, aber wir haben schon jede Menge absolute Nicht-Sportler zu Hobbysportlern gemacht. Lass dich überraschen, was wir hier für eine Idee für dich haben. Insgesamt bekommst du 8 Wochen lang inhaltliche Grundlagen für das Coaching und wir betreuen dich insgesamt 4 ganze Monate. Also nicht nur ich, auch mein Team und letztendlich auch die Community. Vielleicht kommt auch manchmal dieser Punkt, oh was echt, muss ich mich jetzt da 4 Monate ganz intensiv drum kümmern? Nein, musst du nicht. Du hast ja vorhin schon kennengelernt, wie wir rangehen mit diesem perfekten Tag. Du brauchst einen sehr geringen Zeitaufwand von ungefähr grob 60 Minuten pro Woche, wo du dich aktiv dann um die Inhalte kümmern solltest, die unterhaltsamen Videos anguckst beispielsweise. 60 Minuten pro Woche, alles andere wird intuitiv gelingen. Wir haben also diese sehr unterhaltsamen Lernvideos, wir haben eine riesige Rezeptdatenbank und die Stärke meiner Rezepte, unserer Rezepte ist, sie sind wahnsinnig schnell zubereitet und nur mit Zutaten, die es in jedem Supermarkt auch gibt. Du findest kein Rezept mit seltenen Erden und kryptischen Kräutern und es sind auch Unverträglichkeiten mit gekennzeichnet. Wir haben auch jede Menge vegetarische und auch vegane Rezepte haben wir auch mit drin und vor allem sind sie familientauglich. Oft genug habe ich schon gehört, dass die ganze Familie plötzlich mitgemacht hat, wo es gar nicht geplant war, weil es eben das Essen verdammt nochmal einfach schmeckt. Schau mal, ich habe ein paar Beispiele. Leichte Lasagne, Chili sin carne, dann haben wir Carbonara Light. Dann, das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Das kann ich dir nur empfehlen, diese Tomatenrösti. Und auch Frühstücksmuffins. Also das sind 5 von 500 Rezepten, auf die du zugreifen kannst. Und denke dran, es geht nur um einen perfekten Tag pro Woche, dass du an einem Tag eben 3 oder auch 4 Rezepte dir rausnimmst, zubereitest und eben dann den ganzen Tag komplett versorgt bist. Vielleicht sogar für den nächsten Tag schon vorkochen kannst oder wie es ganz neudeutsch heißt, Meal Prep machst. Dann hast du vielleicht sogar schon ganz easy 2 perfekte Tage, wenn du magst. Das überlasse ich dir. Wir haben proaktive Erinnerungsmails. Die Videos werden ja nach und nach freigeschaltet. Und immer dann, wenn ein Video freigeschaltet worden ist, bekommst du eine Erinnerungsmail. Und dann, wenn du Zeit hast, das muss nicht direkt jetzt an dem Tag sein, wo es veröffentlicht wird, dann, wenn du für dich Zeit hast, dir diese, weiß nicht, 5 oder 10 oder auch mal 12 Minuten Video anzuschauen, klickst du auf den Link, guckst dir das an, lehnst dich zurück, reflektierst kurz, überlegst, was für dich bedeutet und hast wieder was gelernt. Das heißt, du musst nicht immer proaktiv ins Programm rein, du kriegst E-Mails zugeschickt, du drückst drauf und bist dann direkt im Video drin. Noch einfacher geht es nicht. Wir haben eine, muss ich glaube ich nicht betonen, eine hochmotivierte Community. Ich habe noch nie so eine Hilfsbereitschaft erlebt. Es haben sich schon Offline-Treffen gebildet, dass sich Menschen regelmäßig draußen treffen. Wir haben auch letztes Jahr eine Live-Tour gemacht, eine Tour, wo mein ganzes Team und ich anreisen. Das waren 5 Standorte in Deutschland und uns dann mit der Community austauschen, sie eben dann motivieren, kuscheln und solche, das war einfach grenzgenial. Dann haben wir ein rund um die Uhr Experten-Support. Wir stehen wirklich rund um die Uhr für dich zur Verfügung. Gut, wenn du nachts um 4 anrufst, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wir sind per E-Mail erreichbar, wir sind per WhatsApp erreichbar und ja, uns kannst du auch anrufen. Wir machen keine Massenabfertigung. Wir sind da für deine Herausforderung. Es wird irgendwann die Hürde kommen, wo du sagst, hier komme ich nicht weiter. Dann nimm Kontakt zur Community auf, da werden sie geholfen. Oder du nimmst direkt Kontakt zu meinem Team auf. Wir haben eine Lösung aus 50.000 Coachings, definitiv. Darf ich dir vorstellen,
Das ist mein Team und wir stehen für dich zur Verfügung. Das Foto ist entstanden auf der Leichter als du denkst Tour. Und ich habe so ein hochmotiviertes Team, das ist einfach genial. So. Was ist die Investition, die risikolose? Auf das Wort risikolos gehe ich gleich ein. Das sind 89 Euro monatlich für 4 Monate. Oder etwas günstiger, eine einmalige Zahlung von 347 Euro. Ganz wichtig, es ist kein Abo. Danach ist Schluss. Du musst nichts kündigen und gar nichts. Du hättest theoretisch die Möglichkeit weiterzumachen, aber das musst du proaktiv entscheiden, ob du weiter mit uns zusammenarbeiten möchtest. Nach 4 Wochen hast du ein fix und fertiges Konzept, das dich garantiert deutlich schlanker machen kann, wenn du bereit bist, längerfristig zu denken. Das ist der entscheidende Punkt. Warum risikolos? Weil wir dir eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie geben. Das bedeutet, dann, wenn du anfängst, hast du 30 Tage lang Zeit, alles kennenzulernen. Alle Videos, die bis dahin veröffentlicht worden sind, du kannst auf die Rezepte zugreifen, die Community kannst du angucken. Und was du auch noch bekommst, das ist das hier. Du bekommst dieses Buch. Das ist ein Arbeitsbuch zu diesem Coaching. Das bekommst du zugeschickt innerhalb der nächsten Tage, sobald du dich angemeldet hast. Und selbst wenn du innerhalb von 30 Tagen uns eine E-Mail schreibst, ist nichts für mich. Wir wollen auch gar keinen Grund wissen, warum. Das ist deine Sache, nicht unsere. Dann kannst du das Buch auf alle Fälle als Dankeschön behalten. Und du bekommst das bereits investierte Geld wieder komplett zurücküberwiesen. Das wollen wir einfach bieten als Sicherheit, weil das auch sehr wenig in Anspruch genommen wird, weil du mit Sicherheit erkennen wirst, dass es ein einzigartiges Programm, eine einzigartige Community ist. Du hast auch die Möglichkeit, das weltweit zu ordern. Dauert vielleicht 1, 2, 3 Tage länger, bis das Buch bei dir angekommen ist, aber du bekommst es auf alle Fälle auf dem Postweg zugeschickt mit ganz tollen und wichtigen Informationen hier drin. Ich zeige dir nochmal 2 Feedbacks. Einmal von der Daniela. Sie schreibt, mir geht es super gut mit der leichter als du denkst Ernährung und der Doc, also der Arzt, war beim letzten Check-up Ende September anhand meiner hervorragenden Blutwerte sichtlich enttäuscht, da er nichts mehr an mir verdienen kann. Ich lasse es mal so stehen. Es ist die Aussage von der lieben Daniela, die auch regelmäßig in der Community mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie ist eine regelrechte Schilddrüsenexpertin geworden. Es ist unglaublich, was die Frau sich an Wissen angeeignet hat, weil sie selber keine Schilddrüse mehr hat. Ich habe nachgefragt bei der Daniela Meyer, ich darf das hier sagen. Und deswegen möchte ich es auch gerne an die machen, die die Hoffnung aufgegeben haben, dass man mit Hashimoto, mit Schilddrüsenproblemen nichts mehr machen kann. Leute, das ist totaler Quatsch und ob man was machen kann. Und zwar richtig viel. Dann haben wir noch hier die Gabriele. Sie schreibt, sie hat wirklich alles ausprobiert. Und jetzt schreibt sie, endlich vernünftig essen und sich wohlfühlen dabei. Das ist unbezahlbar. Doch, es ist bezahlbar. Dieses Konzept ist nämlich käuflich. Und ich bin der Meinung, es ist eine einzigartige, sehr, sehr wertvolle Investition für das einzige Leben, was uns jemals zur Verfügung stehen wird. Was kannst du jetzt tun? Schau bitte mal irgendwo um deinen Bildschirm herum. Da müsste irgendwo jetzt ein Knopf, das hier, auftauchen. Du klickst einfach jetzt Zugang sichern. Das kannst du jetzt in dem Augenblick tun. Da geht ein neues Fenster auf. Du bleibst trotzdem hier noch in diesem Online-Workshop drin. Wir gehen ja gleich noch an die ganzen Fragen. Und da kommen jetzt sicher wieder interessante Sachen zusammen. Wenn du dann klickst auf diesen jetzt Zugang sichern, dann öffnet sich dieses Feld hier. Dann kannst du deine Daten eingeben. Ganz wichtig, wir arbeiten mit den sichersten Zahlungsanbietern deutschlandweit zusammen. Nach den höchsten Sicherheitsstandards, deine Daten bleiben wirklich nur bei uns. Das ist ein absolut hundertprozentiges Versprechen. Ich muss das betonen, weil ich in meiner Vergangenheit schon mal eine ganz üble Erfahrung privat gemacht habe. Es liegt mir so am Herzen, dass deine Daten absolut seriös behandelt werden. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich zumindest. Vielleicht gibt es einige unter euch auch. So, dann bekommst du, sobald du eben dann abgeschickt hast die Bestellung, eine solche E-Mail mit deinem Zugangslink und auch deinem persönlichen Passwort. Und dann kannst du loslegen. So sieht dann die Startseite aus. Und dann guckst du dir einfach mal das allererste Video an. Und ich glaube, das erste Video, das wird dich sehr schnell überzeugen, dass du bei uns, weil leichter als du denkst, richtig aufgehoben bist. Jetzt hast du 2 Optionen. Option 1, ja, du übernimmst keine Verantwortung. Du bist eben, darf ich jetzt nochmal ganz frech sein, du bist eher in der Opferhaltung, weil du findest alle möglichen Ausreden, um nichts zu verändern.
Das heißt aber, dass sich auch wirklich, auch langfristig nichts verändert. Oder du wählst Option 2, du übernimmst diese Verantwortung für dein Leben und dann entwickelst du das, was in dir drin steckt. Denn in jedem Menschen steckt von Natur aus ein schlanker, ein gesunder Mensch. Das heißt, jetzt kann es losgehen, wenn du auf diesen Knopf klickst und eben tatsächlich dir den Zugang sicherst und uns erstmal unverbindlich diese 30 Tage lang testest. Du entscheidest, ob du in eine Abwärtsspirale gehst, weiterhin Ängste, Sorgen hast, Probleme vielleicht möglicherweise vor dir herschiebst und immer mehr Stress und Frust mit deiner Figur, mit deiner Gesundheit hast, oder ob du vielleicht auch dann letztendlich keine Verantwortung für deine Familie übernimmst. Weil wenn du genauso weitermachst, nehmen wir an, du bist vielleicht krank, du bist stark übergewichtig und du machst genauso weiter, was bedeutet das letztendlich für die Menschen, die du liebst, um dich herum? Denk bitte immer langfristig. Ich weiß, das können nicht alle langfristig denken, aber darum geht es eigentlich. Oder du gehst in diese Aufwärtsspirale und erreichst tatsächlich mit uns gemeinsam, also mit mir, meinem Team und eben auch der Community, dein Ziel. Du musst bereit sein, dir ein bisschen Zeit zu lassen dafür. Wir rechnen mit 4 Monaten, bis die Grundlagen alle felsenfest sitzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wir sprechen hier mit Erfahrung aus 50.000 Coachings und deswegen, du hast jetzt die Möglichkeit, davon zu profitieren. Also klick auf diesen Link, sei mit dabei, sichere deinen Zugang und ich schlage vor, dass wir jetzt tatsächlich mit der Fragerunde starten. Dazu mache ich mal die Präsentation aus. Okay, so, ich hoffe, dass mein Team schon möglicherweise deine Frage beantwortet hat, falls du eine gehabt haben solltest. Mein Team sammelt aber auch die Fragen immer dann am Ende des Vortrags oder auch während des Vortrags, bei denen sie denken, das könnte deutlich mehr interessieren, die jetzt gerade hier zuschauen. Deswegen ist deine vielleicht noch nicht beantwortet und das kommt jetzt dran. Ich warte hier noch auf die E-Mail, vorher noch eine ganz, ganz große Bitte. Ich bin ständig bestrebt, diesen Vortrag besser zu machen. Deswegen brauche ich auch das Feedback von den Menschen, die jetzt noch mit dabei sind. Hau einfach mal in den Tasten, was du von diesem Vortrag hältst. Vielleicht hast du auch einen Verbesserungsvorschlag. Das fände ich auch sehr interessant, weil nur so werde auch ich immer besser. Und das ist auch meine Motivation, diese Vorträge auch immer kostenlos zu halten, weil ich einfach von euch dann dieses Feedback bekomme, um noch besser zu werden. Jetzt hoffe ich, dass es geklappt hat, dass mein Team mir die Fragen schickt. Ja. Wunderbar, das hat funktioniert. Dann können wir auch loslegen. Gib mir noch einen kurzen Moment. Hier sind die Fragen. Dann schauen wir mal. Okay. Die erste Frage ist, ich möchte gerne schnell viel abnehmen. Wie mache ich das am besten? Ja, das fängt ja schon mal gut an. Ich kann diesen Wunsch absolut nachvollziehen. Wenn du das möchtest, dann mach es folgendermaßen. Trink einfach nur Gemüsebrühe oder mach eine Kohlsuppendiät. Uah. Kohlsuppe. Hey, da lutsche ich lieber eine 9-Volt-Blockbatterie, oder? Wenn du eine extrem niedrigkalorische Diät machst, dann wirst du auch schneller abnehmen. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, wann die Frage kam während des Vortrags, ich hoffe, dass man verstanden hat, okay, dann kann es eben durchaus nach einiger Zeit zum Mangel von diesen magischen 47 kommen. Denn in einer Kohlsuppe beispielsweise steckt nur absolut homöopathisch Aminosäuren drin. Praktisch nichts, gar nichts an Omega-3-Fetten und so weiter und so fort. Wir müssen es schaffen, den Fokus weg von diesem Schnell hin zu langfristigem Denken. Also immer zu denken, okay, wenn ich heute beginne, was habe ich in einem Jahr erreicht? Oder in 2, in 5, in 10? Ich weiß, dass es vielen Menschen schwierig fällt, langfristig zu denken, aber das ist der Weg zum Erfolg. Nächste Frage ist, kennst du die Stoffwechselkur? Habe damit gut abgenommen, danach aber schnell wieder zugenommen. Es ist ja genau das, was ich gerade eben auch schon erklärt habe. Die Stoffwechselkur, die ich von früher noch kenne, ob die mittlerweile anders ist, ich weiß es nicht. Da hat man empfohlen, 600 Kalorien am Tag zu essen. 600, das ist eine Hungersnot. Und eine Hungersnot erzeugt Stress. Und wisst ihr, was Stress macht? Jetzt gehe ich noch ein ganz kleines Stück tiefer. Ihr wisst noch vorhin, dieses Streichholz, das war das T4-Hormon. Das muss angezündet werden, damit die Mitochondrien letztendlich zum Brennen kommen, um Energie zu produzieren. Wisst ihr, was Cortisol macht? Also Stress, das hier. Es wird ausgeblasen. Dann ist es ein sogenanntes Reverses T3. Und das ist stressbedingt. Und genau das machen niedrigkalorische Diäten. Ich denke mal, du weißt, was ich von einer extrem niedrigkalorischen Diät, von einer Stoffwechselkur halte. Nächste Frage. Mein Tipp, investiere lieber
in das Leichter also denkst Programm. Klick einfach auf diesen Button, mach das Fenster auf, damit du das nachher nicht verlierst. Und dann kannst du immer überlegen, während dieser Du fragst dich Antwortrunde, ob das für dich tatsächlich interessant ist. Hör einfach weiter auf meine Antworten. Vielleicht noch einen kleinen Tipp nebenher, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich gehe einmal die Woche live in der geschlossenen Facebook-Gruppe. Das heißt, ich beantworte dort die Fragen, die im Laufe dieses Tages immer auftreten. Und das mache ich jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr live. Manchmal, wenn ich hier einen Live-Vortrag mache, dann verschiebt sich es auf den Donnerstag oder auf den Dienstag. Nächste Frage, habe Schilddrüsenprobleme, macht das dann überhaupt Sinn? Ja, gerade dann. Habe ich vorhin auch schon mal erwähnt mit Daniela Meyer, sie hat gar keine Schilddrüse mehr. Sie produziert keine Streichhölzer mehr. Aber das geht trotzdem, wenn man eben ein paar Tricks kennt. Da muss man eben die Hormone unter Kontrolle haben. Und das geht auf alle Fälle. Häufig ist es auch so, dass man Schilddrüsenprobleme aufgrund einer Autoimmunerkrankung hat. Das nennt sich ja Hashimoto-Thyreoiditis. Und dann wird die Schilddrüse vom körpereigenen Immunsystem zerknüppelt, also kaputt gemacht. Das hängt häufig auch mit einem Darm zusammen, der nicht mehr ganz dicht ist. Also der ist nicht blöd, sondern der ist wirklich nicht mehr ganz dicht. Da kommen Stoffe in den Körper rein, die da nicht hingehören. Und da wird das Immunsystem hyperaktiv, knüppelt auf diese Fremdstoffe ein. Und dann geht es eben auch mal gegen körpereigenes Gewebe. Das gilt übrigens für alle Autoimmunerkrankungen. Morbus Crohn beispielsweise, diese Darmerkrankung ebenfalls. Oder auch viele, viele andere. Also da ist es wichtig, die gesunde Ernährung als Grundlage für einen gesünderen Darm. Die Frage lautet eindeutig ja und dann sogar unbedingt, nicht nur ein Ja. Nächste Frage ist, stehe täglich auf der Waage, nichts geht mehr, ich hasse das Ding. Oh, jetzt hat sie hier 1, 2, 5, 7 böse Smileys. Okay, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Bei uns in der Community wird die Waage die Bodenschlampe genannt. Und jetzt mal ganz im Ernst, die Waage macht doch tendenziell viel mehr schlechte Laune als gute Laune, oder? Ist das schon mal aufgefallen? Und dann frage ich mich, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum geben wir dieser Zahl so unglaublich viel Gewicht, wortwörtlich? Mein Tipp wäre, gerade für Frauen, dass man sich sowieso niemals täglich wiegen sollte, weil zyklusbedingt kann das Gewicht um mehrere Kilogramm schwanken. Es kann sein, dass sie zum Beispiel auf dem Höhepunkt verhältnismäßig viel Wasser im Körper gespeichert hast, stehst auf die Waage und ich mache es andersrum, dann wird es noch eindrucksvoller, dass du dann, wenn der Körper am wenigsten Wasser gespeichert hat, da stehst du auf die Waage, hast eben ein Gewicht, dann ernährst du dich dann 14 Tage richtig gut und dann messt du dich auf dem Höhepunkt der Wassereinlagerung und hast dann sogar zugenommen. Aber das ist nur Wasser, das sind keine gespeicherten Fette, keine Energie. Nur weil du dich zu oft gemessen hast. Und deswegen einmal zyklusmäßig wiegen, immer zum gleichen Zyklustag. Dann ist es egal, ob es der 7. Tag ist, der 18., der 27. Das macht dann nichts aus. Aber immer der gleiche Tag, dann ist es verhältnismäßig gleich vom Ausgangspunkt her. Ich bin gegen die Waage. Das wird bei uns auch in der Community ganz klar kommuniziert. Die Waage macht eben mehr schlechte Laune. Messen ist besser oder in die alte Hose als Ziel reinpassen. Das macht auch viel mehr Sinn. Vielleicht noch eine Randnotiz. Ich bin der Meinung, dass du viel, viel mehr bist. Du Unbekannte, die mir hier gerade schreibt. Ich habe keinen Namen dazu. Du bist viel mehr als nur eine beschissene, darf ich das sagen, Zahl auf einer blöden Bodenschlampe. Leute, es geht doch viel mehr um die inneren Werte. Also um Leberwerte und Blutwerte und einen guten Charakter. Und der passt doch bitteschön in jede Kleidergröße. Also weg von dieser Bodenschlampe. Es geht darum, dass man das Selbstbewusstsein stärkt und eben nicht nur das vom Gewicht abhängig macht, ob man wer ist. Das ist übrigens auch ein Dauerthema in der Community. Oh, Leute, hey, ein Spiegel und eine Waage im Bad. Wisst ihr, welcher Satz eine ganz neue Bedeutung gewinnt? Ich gehe ins Bad und mache mich fertig. Ja, so sieht's aus. Nächste Frage. Ich bin oft zu Geburtstagen eingeladen. Wie soll ich da abnehmen? Das ist eigentlich kein Problem. Ich kenne diese soziale Verpflichtungen. Das ist ja ganz häufig mit einem Kalorieninferno verbunden. Das ist ja interessant, auch mal das zu hinterfragen, ob das immer sein muss. Wisst ihr, dieses viel Essen an bestimmten Feiertagen, Geburtstagen, das kommt ja aus einer Zeit, als es noch viel, viel weniger Kalorien gab. 40er, 50er, 60er Jahre, wo es eben nicht überall verfügbar war. Da hat man sich halt mal gut gehen lassen. Aber heute ist ja kalorisch jeden Tag Geburtstag. Und
dann ist halt die Frage, ob man sich da unbedingt anpassen muss, ob man das unbedingt mitmachen muss. Wenn man ein nicht ganz so stabiles Selbstbewusstsein hat, dann ergibt man sich schnell mal, wenn man zum dritten Mal gefragt wird, jetzt nimm doch mal ein Stück Kuchen, habe ich extra gebacken für meinen Geburtstag. Da ist aber aus meiner Sicht wichtiger, mal zum gesunden Egoisten zu werden und vielleicht zu sagen, du, ich habe es heute ein bisschen mit dem Magen, auch wenn es eine Notlüge ist, geht mir nicht so gut, ich lasse es lieber. Oder man isst zu Hause sich ordentlich satt und geht dann zum Geburtstag, zur Festlichkeit und begnügt sich damit einem Stück Kuchen und genießt den auch, anstatt zwei oder drei. Weil man ausgehungert zum Geburtstag geht, weil man ja sagt, da esse ich dann ja viel, aber so habe ich dann diesen kalorischen Ausgleich. Ich hoffe, du hast verstanden, dass mit den magischen 47, du nimmst mit dem Kuchen, dem gesunden Essen, den Platz im Bauch weg. Nichts gegen Kuchen. Ich bin ein absoluter Pflaumenkuchen-Fan. Ich liebe Pflaumenkuchen. Ich würde mir niemals verbieten lassen. Aber der mit Genuss. Vorher versuche ich, was Vernünftiges zu essen und dann wird er genossen. Es gibt auch noch eine Idee, die Ausgleichsstrategie. Aber das ist auch Inhalt des Coachings. Vielleicht noch ganz kurz das Thema Urlaub. Das passt da auch ganz gut rein, weil viele merken ja, wenn sie aus dem Sommerurlaub zurückkommen, braune Haut wiegt irgendwie 3 Kilogramm mehr. Dann kann ich sagen, der Jahresurlaub, der macht ganz bestimmt nicht dick, sondern die 48 bis 50 Wochen um diesen Jahresurlaub herum. Also sprich der Alltag, das, was wir uns da angewöhnen. Das gleiche gilt für Festlichkeiten wie Weihnachten. Natürlich kann man an Weihnachten richtig reinklotzen, ernährungstechnisch. Selbstverständlich, das macht nicht dick. Die Monate um Weihnachten herum, die machen übergewichtig. Das Essverhalten per se. Nächste Frage. Wo haben wir das? Hier. Meine Familie ist von meiner Diät immer schnell genervt. Was kann ich tun? Ja, es ist ja keine Diät. Es ist nicht von jetzt auf gleich wird alles verändert und alles ausgeräumt. Wir reden vom perfekten Tag und möglicherweise kann man die Familie dazu motivieren, gemeinsam einen perfekten Tag zu machen. Es ist nur ein Tag pro Woche. Wenn man sich ein Wochenende aussucht, da kann man zusammen vielleicht was backen, was kochen, was Gesundes und das eben gemeinsam zelebrieren. Der nächste Punkt ist, wir arbeiten mit ganz schnellen Rezepten. Du könntest also theoretisch für deine Familie ganz normal kochen oder auftischen wie bisher und für dich machst du eben dann innerhalb von wenigen Minuten was Eigenes. Ich würde es auch nicht zu sehr thematisieren. Man wird schnell zum Besserwisser. Ich habe gelernt beim Onkel Patrick, das, dieses und jenes. Und dann kommt sofort die Gegenwehr. Einfach machen. Mach dein Ding. Zieh es für dich durch. Und im Hinterkopf, du tust es ja eigentlich für die Familie, weil die hat auch mehr von dir, wenn du gesund bist und oder schlank, mehr Energie hast. Lass mal die Kinder vielleicht auch, und auch den Mann oder die Frau, die Videos mitschauen. Ich habe schon ganz häufig gehört, dass Kinder ab 6 Jahren die Videos super gut verstehen, weil ich eben sehr, sehr bildhaft spreche, weil ich sehr viel Witz einbaue. Und dann gefällt es auch den Kindern und plötzlich fangen die Kinder an, in meiner metaphorischen Sprache zu sprechen. Da geht es plötzlich um Papier und Briketts auf dem Teller. Lass dich überraschen, was damit gemeint ist. Dann die nächste Frage ist, muss ich Sport machen? Bin völlig unsportlich. Ja, das habe ich vorhin schon mal bei der Sonja Weinischke erwähnt. Die war auch völlig unsportlich. Die rennt mittlerweile Halbmarathons. Es ist unfassbar, was ich tun kann, wenn man mehr Zuversicht für die eigene Leistungsfähigkeit bekommt, wenn man weniger wiegt, weniger Gewicht tragen muss. Häufig gehen die Menschen zu hart in Sportprogramme rein und das demotiviert ratzfatz. Wichtig ist, dass man beim Sportprogramm mit ganz kleinen Schritten anfängt und dass man erstmal mit diesen einfachen Schritten Erfahrung sammelt, Zuversicht. Mutfest, dass man sagt, wow, ich habe es geschafft und ich fühle mich irgendwie gut. Und dann macht man automatisch weiter. Und genauso gehen wir ran. Es bleibt eine Option bei leichter, als du denkst. Du musst keinen Sport machen. Du kannst. Du kannst ihn entdecken für dich. Aber das ist, wie gesagt, freiwillig. Nächste Frage. Hört sich richtig gut an. Kann mir das aber nicht leisten? Das bezieht sich natürlich auf den Preis, nehme ich mal stark an. Ich kenne deine Finanzlage nicht und mir ist völlig klar, dass für viele eine einmalige Investition von 347 Euro oder monatlich 89 durchaus eine echte Herausforderung sein kann. Eine Gegenfrage, die ich gerne mir erlauben möchte, ist, wie teuer wird es denn später gesundheitlich, wenn man es nicht jetzt angreift? Also teuer auch in Bezug auf mental.
Was kostet einen das Energie, wenn man immer und immer wieder anfängt und möglicherweise immer wieder gegen die Wand läuft, sich immer wieder mit diesem gleichen Thema auseinandersetzt? Ich bin der Meinung auch, dass man eine größere Chance hat, das tatsächlich durchzuziehen, wenn man irgendwie das Geld auftreibt, wie auch immer, das weiß ich nicht, weil man es dann plötzlich auch mehr wertschätzt. Oder andersrum gesagt, bitte stellt euch mal vor, dieses Coaching würde nur 1 Euro kosten. 1 Euro pro Monat. Also insgesamt eine Investition 4 Euro. Schafft wahrscheinlich jeder, oder? Aber stell dir mal vor, dann kommt eben irgendwann das erste größere Hindernis. Wie groß ist die Chance dann, dass man, wenn man nur 1, 2, 3, 4 Euro investiert hat, dass man dann aufgibt? So nach dem Motto, ja, okay, jetzt habe ich halt 4 Euro aus dem Fenster rausgeworfen. Jetzt gebe ich halt auf. Im Vergleich zu dem Preis, was es tatsächlich kostet, würde man dann nicht sagen, hey, ich habe jetzt echt Geld investiert, jetzt zieh es auch verdammt nochmal durch. Das wäre die Gegendarstellung sozusagen. Also Geld kann auch enorm motivieren, dieses enorm wichtige Thema anzugehen. Aber hey, das musst du bitte für dich selbst entscheiden. Ja? Und bitte denke auch dran, du hast eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Du hast 30 Tage Zeit, währenddessen zu entscheiden, das komplett investierte Geld wieder zurückzubekommen, wenn es dir einfach nicht zusagt, wenn du aufgeben willst. Nächste Frage. Habe 2 Jobs und kaum Zeit. Ja, das kenne ich. Weiß aber, ich muss was machen, weil es mir immer schlechter geht. Wie soll ich mich da um eine Ernährungsumstellung kümmern? Also wenn man den Stress hat, meinst du wahrscheinlich. Es ist ganz wichtig, dass man nicht noch mehr Stress mit einer harten Diät hat. Das ist ja komplett der falsche Weg. Das ist das mit dieser Aufmerksamkeit. Volle Konzentration auf ein hartes Diätprogramm, das kann nicht in einem stressigen Alltag funktionieren mit Doppelbelastung. Aber was passiert denn bitte schön auch, wenn man in den nächsten Jahren immer weniger Energie hat? Überleg bitte wieder zum langfristig, was passiert, wenn du genau so wie bisher weitermachst, wenn du dich dagegen entscheidest, das endlich in Angriff zu nehmen? Wie sieht es in 5 Jahren, in 10 Jahren aus? Wie sieht es in 20 Jahren aus? Bitte, bitte lernt langfristig zu denken. Die Zeit kommt. Oder anders, denkt doch euch bitte mal 10 Jahre zurück. Damals habt ihr auch nicht gedacht, wie es sein wird in 10 Jahren. Aber heute seid ihr genau an diesem Punkt. Das heute kann ein ganz, ganz wichtiger Moment werden, wenn wir lernen, langfristig zu denken. Und die 5 oder 10 oder 20 Jahre, die werden kommen. Und hoffentlich bei deutlich besserer Gesundheit und bei einer Wohlfühlfigur. Und was hier noch passiert ist, man holt sich dramatisch mehr Energie zurück. Alleine wenn wir an der Schlafschraube drehen und den qualitativ ein bisschen hochwertiger machen, dann wirst du im Alltag viel, viel mehr Energie haben. Und das, was du an Zeit in das Coaching investierst, das holst du dir locker wieder zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, du brauchst für die Grundlagen ungefähr 60 Minuten pro Woche. Das sind umgerechnet ungefähr 8-9 Minuten. Haut das hin? 8-9 Minuten am Tag im Schnitt. Und alles andere macht man intuitiv. Klar, wenn du dich noch ein bisschen mehr mit der Community austauschen möchtest, aber das ist ja auf freiwilliger Basis. Wenn du mal ein bisschen Lust und mehr Zeit hast, dann machst du eben ein bisschen länger in der Community und sammelst da Ideen oder Motivationsratschläge und so weiter. Es ist eine Investition, klar. Nächste Frage. Ich kann mich bei Süßem nicht bremsen, habe oft Stress, bin wohl Stressesser. Ja, das kommt ganz häufig. Wir hatten heute keinen Stress. Jetzt ist wichtig zu hinterfragen oder herauszufinden, nicht zu hinterfragen, ist es ein psychologischer Grund oder ein physiologischer Grund? Der psychologische, häufig ist das ja eine emotionale Verknüpfung und die muss identifiziert und dann auch davon getrennt werden, sonst kriegt man das nicht unter Kontrolle. Der physiologische Grund, das ist ganz häufig und das ist sehr überraschend immer wieder Magnesium. Magnesiummangel. Magnesium reduziert Stress. Das wirkt wie eine Art Schalldämpfer. Und man hat auch, wenn man gut gefüllte Magnesiumspeicher im Körper hat, einen besseren, einen tieferen Schlaf. Und damit entwickelt man hinten raus wieder eine bessere Stressresistenz. Und das sorgt dafür, dass man eben nicht diese Stressnahrung braucht. Noch ein Beispiel, wenn man abends zum Beispiel gerne süß isst, das möchte ich gerne noch mit einbauen, jetzt mal weg vom Stressesser, viele essen ja abends unheimlich gerne süß. Ganz wichtig ist, dass die Mahlzeit vorher so gestaltet wird, dass man richtig ordentlich satt ist. Eiweiß ist hier eines der Zauberwörter oder ein Hauptzauberwort. Oder man findet eben Alternativen. Ein Beispiel, deswegen nehme ich es auf, weil ich das schon seit, ich weiß nicht, 15, 17, 18 Jahre regelmäßig mache. Das ist mein Lieblingsnaschzeug abends. Ich nehme einen guten Eiweißshake
und nehme da tiefgefrorene Himbeeren oder Kirschen oder Erdbeeren, tiefgefroren, mach die in den Mixer und mix es durch. Das schmeckt original wie Eiscreme, nur in extrem gesund. Das ist das, was ich gerne, wenn ich abends Lust auf Süßes habe. Und manchmal nasche ich auch Schokolade. Schokolade mag ich nicht ganz so wie Pflaumenkuchen, aber Schokolade mag ich auch. Nächste Frage. Wenn ich eine Diät mache, warum nehme ich nicht sofort ab? Auch das kann verschiedene Gründe haben. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass man erstmal die Speicher leert. 1 Gramm Kohlenhydrate bindet 3 Gramm Wasser. Und somit kann man schon mal 500 Gramm Kohlenhydrate verlieren. Das ist eine falsche Herangehensweise. Das ist eine gute Frage. Lass mich mal überlegen. Also eine völlig falsche Herangehensweise. Ich weiß ja nicht genau, was du machst, dass du nicht abnimmst, weil wenn man eben niedrigkalorisch isst, wird man normalerweise abnehmen, außer du hast schon so viele Diäten gemacht, dass der Stoffwechsel schon so gegen die Wand gefahren wurde, dass er praktisch dann hier, die Streichhölzer, dass da nichts mehr passiert. Das kann natürlich sein. Was auch sein kann, ist Folgendes. Wenn du es richtig machst und vielleicht noch ein bisschen Sport mit einbaust, dann kann es sein, dass sich völlig leer gesaugte Muskeln wieder auffüllen. So habe ich es eigentlich gemeint mit den Kohlenhydraten. Das bedeutet, die Muskeln saugen sich auf, binden auch wiederum Wasser. Du nimmst eigentlich Fett ab, aber die Muskeln speichern Wasser, nicht Fett. Und damit gleicht sich das aus. Was Fett abnimmt, wird eben dann an Nährstoffen wieder aufgesaugt. Und dann kann es eben sein, dass am Anfang sich nichts tut. Schade, jetzt hätte ich gerne noch mal die andere Grafik gezeigt, aber die male ich jetzt nicht nochmal hin. Aber ich hoffe, du hast verstanden, was hier die Antwort sein könnte möglicherweise. Ich gehe zur nächsten Frage. Habe noch nie ein Online-Coaching gemacht. Bin nicht so mit Technik. Was ist, wenn es nicht klappt? Also erstmal, ist es nicht herrlich, dass man heutzutage nicht irgendwo zu Gruppentreffen fahren muss, um sich irgendwo in einem Räumchen, das vielleicht zu hoch geheizt oder zu unterkühlt ist, hinsetzen muss und sich dann Dinge anhören muss, wo man mittendrin erkennt, ach du lieber Himmel, das kenne ich alle schon, das ist langweilig. Hey, Online-Coaching, da kannst du sagen, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich machen, jetzt will ich was lernen. Und wenn du ein Video anguckst, wo du sagst, habe ich alles schon mal gehört, dann lässt du dieses Video halt aus. Das ist Technik und ich liebe sie und ich kann viel mehr Menschen erreichen. Ich könnte mir nicht jeden Tag irgendwie von einer Gruppe stellen. Wird nicht funktionieren. Hier, wo ich lebe, im Dreisamtal, da wird es gehen. Aber ich erreiche dich auf diesem Weg. Also erstmal Hurra an die Technik. Also, es geht vielen so mit der Technik. Mein Team und ich, wir stehen dir zur Seite, falls irgendwas nicht klappen sollte. Du weißt, du hast Kontaktmöglichkeit über WhatsApp, E-Mail und du kannst uns anrufen. Wenn irgendwas nicht gehen sollte, kontaktiere uns. Eine E-Mail kriegst du geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht auch, oder? Und dann ist das ganze Programm so dermaßen selbsterklärend, dass 99% zurechtkommen. Und wenn du zu den 1% gehören würdest, die mit der Technik irgendwie nicht klarkommen, ja, dann siehe Punkt 1, den ich gerade erwähnt habe. Wir sind für dich da. Du bekommst ja auch diese E-Mails. Du musst nur auf den Link klicken, da geht das Video auf und schon bist du drin. Und wenn es gar nicht klappen sollte, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Da kannst du uns auch anrufen. Telefon bedienen sollte klappen, oder? Jetzt haben wir die nächste Frage. Ich bin Vegetarier. Geht das trotzdem? Ja. Das habe ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass unsere Rezepte, wir haben jede Menge vegetarische, auch vegane Rezepte. Das geht. Es gibt ein paar Dinge, die muss man beachten in Bezug auf die magischen 47. Ich sage nur Eisen beispielsweise, B12 durchaus auch. Ganz wichtige Themen. Aber ja, natürlich geht das. Definitiv. Nächste Frage. Ich habe eine schlechte Verdauung. Was kann ich tun? Da ist die Ernährung häufig maßgeblich entscheidend. Noch ein bisschen Input für euch, und zwar unser Darm hat einen ganz zotteligen Aufbau. Ganz viele Zotten sind da. Wenn man die alle glatt ziehen, bügeln würde, hat der Darm eine gesamte Oberfläche von 2 Tennisplätzen nebeneinander. Unfassbar. Ist die größte Kontaktfläche von der Außenwelt in die Innenwelt. Und diesen Darmgarten, wie ich ihn in meiner Bildsprache nenne, ist wie eine Art Garten. Da müssen möglichst bunte Blumen draufstehen, möglichst wenig Unkraut. Und bei vielen ist es umgekehrt. Die haben jede Menge Unkraut in diesem Garten und zu wenig Blumen und auch eine geringe Vielfalt. Aber das kriegt man eben auch mit der richtigen Ernährung tatsächlich hin. Und dann kann es eben sein, dass es wieder flutscht. Wortwörtlich, wenn das Thema Verstopfung ist, unter dem ja ganz viele heute leiden. Das kann sich ziemlich schnell wieder regulieren. Gib dir 4 Monate Zeit, dann wirst du es wissen. Das große Problem ist Fertigfutter. Da sind Konservierungsstoffe drin zum Beispiel. Was konservieren Konservierungsstoffe?
Bakterien. Woraus besteht unsere Darmflora, das Mikrobiom? Aus Bakterien. Wenn wir permanent Fertigfutter essen, irgendwas, wo Konservierungsstoffe drin sind, könnte das einen Einfluss auf das Bakterienwachstum im Darm haben? Und das ist nicht gut für die Verdauung. Gar nicht gut. Nächster Punkt. Ich bin extrem übergewichtig. Habe ich überhaupt eine Chance? Ich frage dich mal, was passiert denn, wenn du diese Chance hier nicht nutzt? Wie lange willst du dich selber noch peitschen, quälen? Es wird ja nicht besser. Ich bin der Meinung, das ist möglicherweise tatsächlich die größte Chance deines Lebens. Und ja, wir haben jede Menge, die erheblich über 100 Kilogramm haben und auch schon Uhus geworden sind, also unter 100. Die Chance ist da. Und hier, jetzt hör bitte genau hin, ist das Wichtigste, du brauchst eine fürsorgliche Community. Du brauchst Menschen, die dich motivieren, wenn du auch mal zwischendurch schwächelst und die Momente werden kommen, da mache ich dir nichts vor. Und genau dann ist dieses mentale Fallnetz so extrem wichtig. Also nicht nur ich als dein Coach, nicht nur mein Team, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, vor allem die Community. Dass man die Sorgen reinschreiben kann, die Hindernisse, dass sie dich auffangen, weil es da eben auch viele Ühus noch gibt, also die über 100, die das eben auch schon erlebt haben und dann zum Uhu wurden. Die brauchst du. Du brauchst die Kommunikation. Du brauchst die Community. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir jetzt noch zwei Fragen, da sind wir durch. Bin in den Wechseljahren, bei mir ist alles durcheinander. Wird das Coaching mir helfen? Ja, da kann ich dir kein Versprechen geben, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, wir haben jede Menge Menschen über 40, über 50, über 60 in dem Coaching. Ich meine, ich rede von über 50.000, die wir schon coachen durften. Was meinst du, wie häufig da das Thema Wechseljahre auftritt? Und da spielen ganz viele Punkte eine Rolle, die viele nicht auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel das Östrogen-Progesteron-Verhältnis, nur als Beispiel. Und das ist ein Thema, da wirst du mit Ernährung viel machen können. Ob es bei dir wirkt und wie es wirkt, das kann ich dir nicht zusichern, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es dir auf jeden Fall, egal in welche Richtung, erheblich besser gehen wird. Das ist fast schon, das wäre ein Versprechen. Das andere ist eben nur, also dass es dir besser gehen wird, ja. Aber wie es dir gehen wird danach, das kann ich dir leider nicht sagen. Ganz wichtig ist eben auch, dass wir dieses Hormonkarussell, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, dieses Mobili wieder beruhigen, dass wir Tempo rausnehmen. Dass wir das wieder enthuddeln, sozusagen. Kennt ihr das Wort enthuddeln? Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt. Enthuddeln. Letzte Frage. Ich bin Schichtarbeiter. Das bringt mich ziemlich aus dem Konzept. Was kann ich tun? Das habe ich vorhin schon mal gezeigt. Da gibt es, Volltreffer. Da gibt es die Ernährungsuhr. Die Ernährungsuhr, die wird auch genau erklärt in einem Video und eben auch nochmal hier. Die Ernährungsuhr, das ist eine Weiterentwicklung der typischen Ernährungspyramiden. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, was man viel essen soll, was man wenig essen soll. Diese Uhr, die sagt dir auch an, wann du was bevorzugt essen solltest, aus welcher Lebensmittelgruppe. Und dann wird auch genau erklärt, warum das Sinn machen könnte. Schichtarbeiter, die machen Folgendes, das brauche ich nochmal. Vielleicht könnt ihr das erkennen, ich weiß es nicht. Da steht nachts, morgens, mittags, abends. Und für einen Schichtarbeiter beginnt der Vormittag dann, wenn er aufsteht. Auch wenn es uhrzeittechnisch mittags oder abends wäre. Und so verschiebt sich diese Uhr sozusagen nur. Und dann ist alles gut. Und gerade Schichtarbeiter, die müssen an der Schlafqualität arbeiten. Das ist so wichtig. Schlafrituale. Ich hoffe, ihr seid nicht müde geworden während meinem Online-Vortrag. Ich habe jetzt wirklich Zeit von euch in Anspruch genommen. Wer hier noch dabei ist, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du hast erkannt, dass man durchaus ein, zwei Schritte weitergehen kann, wenn man eben die richtigen Informationen bekommt. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Es ist immer schade, dass ich nicht mit euch direkt austauschen kann. Aber ich hoffe, dass ihr eben 1, 2, 5 oder 12 Ideen mitgenommen habt für euren Alltag. Oder dass ich eben euch bald bei einer Live-Session hier begrüßen darf. Vielleicht sehen wir uns irgendwie live mal Auftritt, wollte ich sagen, würde mich sehr freuen. Ansonsten nutzt jetzt die Möglichkeit, testet das einfach mal 30 Tage lang unverbindlich. Ihr seht irgendwo diesen Button, klickt drauf, dann geht das neue Feld auf und ja, dann kann es losgehen. Und ich verspreche euch, und das ist das, was auch immer wieder zitiert wird in meiner Community, leichter als du denkst. In diesem Sinne möchte ich gerne hier mit einem meiner persönlichen Lieblingszitate diesen Online-Vortrag schließen und dieses lautet:
Wir Menschen, wir haben genau zwei Leben. Eines bevor und eines nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben haben. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.